So, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 15. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist schon fast eine außenpolitische Institution geworden in Berlin und ich freue mich sehr über die enorme Resonanz dieses Jahr. Führe Sie nicht nur auf ein sehr interessantes und internationales Programm zurück, sondern natürlich auch auf die politischen Zeitumstände, in denen diese Konferenz stattfindet und die sie zu einer sehr aktuellen Diskussion machen. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter des diplomatischen Korps in Berlin, die Mitarbeiterinnen von zahlreichen Thinktanks, Akademien, Stiftungen, von Nichtregierungsorganisationen und natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Medien. Und nicht zuletzt alle, die ganz einfach aus staatsbürgerlichem Interesse zu dieser Tagung gekommen sind. Einige von Ihnen werden vielleicht enttäuscht sein, dass wir das Konzept der Konferenz gegenüber den Vorjahren verändert haben. Nach diesem öffentlichen Auftakt heute wird es morgen eine Fortsetzung in Form einer Fachtagung für eine begrenzte Teilnehmerzahl geben. Das war auch für uns keine einfache Entscheidung. Dabei ging es auch um eine Begrenzung des Kostenrahmens in Zeiten knapper Mittel, aber ausschlaggebend war die Absicht, den zweiten Tag stärker ergebnisorientiert anzulegen und dafür eine Form zu finden, die einen intensiveren Austausch zwischen den Teilnehmern ermöglicht. Wir werden die Ergebnisse so gut es geht dokumentieren und öffentlich zugänglich machen. In den letzten Monaten ist Außenpolitik verstärkt ins Zentrum der öffentlichen Debatte in der Bundesrepublik gerückt. Bundespräsident Gauck forderte, Deutschland müsse sich früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Außenminister Steinmeier sagte, die Kultur der militärischen Zurückhaltung dürfe nicht mit einer Kultur des Heraushaltens verwechselt werden. Und Verteidigungsministerin von der Leyen erklärte, Gleichgültigkeit sei keine Option. Die Rede ist von mehr Verantwortung Deutschlands für die internationalen Angelegenheiten. In der Öffentlichkeit ist das durchaus umstritten. Laut einer aktuellen Umfrage befürworten 60% der Befragten, Deutschland möge sich in internationalen Krisen weiter zurückhalten. Nur 37% plädierten für ein stärkeres Engagement. Im Vergleich zu einer Umfrage aus dem Jahr 1994 hat sich dieses Verhältnis nahezu umgekehrt. Je krisenhafter und konfliktreicher die internationale Lage, desto mehr scheint eine Mehrheit der Deutschen zu scheuen, in diese Konflikte verwickelt zu werden. Dabei kann der Streit bei Lichte betrachtet nur darum gehen, was wir unter größerer internationaler Verantwortung der Bundesrepublik verstehen. Denn Verantwortung für sein Handeln oder Nichthandeln hat man immer. Das gilt auch für die deutsche Außenpolitik. Sie hat sie nur nicht immer wahrgenommen. Lange fühlte sich die alte Bundesrepublik West sehr komfortabel in ihrer Sonderrolle. Für ihre Sicherheit sorgte die NATO. Auslandseinsätze der Bundeswehr standen nicht zur Diskussion. Wir konnten uns auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Welthandel konzentrieren. Nach der Entscheidung für die Westbindung und die europäische Integration in den 50er Jahren gab es nur eine größere außen- und sicherheitspolitische Initiative der Bundesrepublik. Das war die Entspannungspolitik, die für immer mit Willy Brandt verbunden sein wird. Sie prägt bis heute das außenpolitische Denken der Republik. Friedenssicherung durch Dialog, Kooperation statt Konfrontation, Wandel durch Annäherung. Nach dem Fall der Mauer und dem Ende der Blockkonfrontation schien der Weg frei für eine neue Ära von Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit. Diese hoffnungsvolle Erwartung erhielt einen ersten Dämpfer mit den Balkankriegen, die Anfang der 90er Jahre von Serbien vom Zaun gebrochen wurden. Kriegerischer Nationalismus, ethnische Vertreibungen und Völkermord waren zurück auf der europäischen Landkarte.
Der erste Irakkrieg, der Kosovo-Konflikt, der Genozid in Ruanda, die russische Militärexpedition in Tschetschenien, der Terrorangriff vom 11. September und die anschließende Intervention in Afghanistan waren weitere Wegmarken einer höchst unfriedlichen Entwicklung der internationalen Lage. Sie stellten auch die Bundesrepublik vor ungewohnte und bitter umstrittene Entscheidungen, vor allem wenn es um die Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Einsätzen ging. Wir haben in den letzten 25 Jahren unsere außenpolitische Unschuld verloren. Der Rest der Welt, vor allem unsere Verbündeten, hat immer weniger Verständnis dafür, dass sich Deutschland unter Berufung auf seine Geschichte am liebsten heraushalten will, wenn es um die harten Fragen internationaler Ordnungspolitik geht. Friedenserzwingung, Intervention gegen Völkermord, militärische Abschreckung von Mächten, die auf territoriale Expansion aus sind, Konflikte mit extremistischen Bewegungen. Polens Außenminister Radek Sikorski brachte das auf den Punkt, als er sagte: Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche Untätigkeit. Ich war letzte Woche auf einem deutschen Seminar in Warschau über die Perspektiven der östlichen Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union. Das war eine ziemlich eindrückliche Erfahrung. In Polen herrscht quer über das politische Spektrum hinweg eine erhebliche Irritation, wieso die Erwartung einer zeitweisen Verstärkung der NATO-Präsenz an der polnischen Ostgrenze in Deutschland als Säbelrasseln oder als expansionistische Rhetorik abgetan wird. Für unsere polnischen Nachbarn ist das eine Frage der Bündnissolidarität. Es greift allerdings viel zu kurz, die aktuelle Debatte um ein verstärktes internationales Engagement der Bundesrepublik auf militärische Fragen zu reduzieren. Was auf dem Spiel steht, ist die Zukunft der internationalen Ordnung. Ihre Destabilisierung hat sich in den letzten Jahren noch beschleunigt. Ein Katalysator dafür war der zweite Irakkrieg, der von den USA mit einer Coalition of the Willing vom Zaun gebrochen wurde, um Saddam Hussein zu stürzen und auf diesem Weg eine Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens durchzusetzen. Vorbei am Völkerrecht und vorbei an den Vereinten Nationen. Dieser War of Choice erwies sich als kostspieliger Fehlschlag. Kostspielig in jeder Hinsicht, an Menschenleben, politisch und finanziell. Er wirkt immer noch weiter bis in die heutigen blutigen Kämpfe, die den Irak und den ganzen Mittleren Osten erschüttern, auch wenn die amerikanische Intervention nicht die Ursache dieser Konflikte ist, hat sie doch die Büchse der Pandora geöffnet. Heute sind wir mit einer Vielzahl von gefährlichen Entwicklungen rund um den Globus konfrontiert, die deutlich die Fähigkeit der Staatengemeinschaft zur Konfliktbewältigung überschreiten. Die Krisen entwickeln sich schneller als die Fähigkeiten des Krisenmanagements. Das gilt umso mehr, als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wieder zunehmend durch die neue Polarisierung zwischen Russland und den USA blockiert ist und als Ordnungsmacht weitgehend ausfällt. Im Falle Syrien wie bei der Ukraine ist der Sicherheitsrat gelähmt. Dabei geht es hier wie dort um elementare Fragen der UN-Charta und der internationalen Friedensordnung. Es droht eine neue Fragmentierung der internationalen Politik, ein Auseinanderfallen in rivalisierende Mächte und Machtgruppen. 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs sind das beunruhigende Perspektiven. Die Zeiten sind vorbei, in denen der deutsche Michel gemütlich sein Bier trinken konnte, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen, wie es in Goethes Faust heißt. Wir mögen die globalen Konflikte ignorieren wollen, aber sie ignorieren uns nicht. In einer globalisierten, durch Handel, Investitionen, Internet und Migration eng miteinander verbundenen Welt ist eine Ohne-uns-Haltung keine realistische Perspektive. Ob in der Ukraine oder im Irak, es geht auch um unsere Angelegenheiten, um unsere künftige Sicherheit und vor allem um die Frage, in welcher Welt wir künftig leben wollen. Fallen wir zurück in eine Welt, in der das Recht des Stärkeren herrscht?
Oder engagieren wir uns für Völkerrecht und Demokratie als normative Grundlagen der internationalen Ordnung? Das ist auch eine Frage der Handlungsfähigkeit, ja der Selbstachtung einer Europäischen Union, die sich als Wertegemeinschaft und als politisches Projekt begreift. Man kann sich endlos darüber streiten, wie weit die Regulierungsfreude der EU gehen soll. Aber an der Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik kann es angesichts der Turbulenzen in unserer Umwelt keinen vernünftigen Zweifel geben. Die Anforderungen an die EU als außenpolitischer Akteur steigen, auch weil die Fähigkeit und Bereitschaft der USA als weltpolitische Ordnungsmacht zu agieren sinkt. Der kurze unipolare Moment, das viel diskutierte amerikanische Zeitalter, ist zu Ende, bevor es richtig angefangen hat. Auch die USA stoßen an ihre politischen, militärischen und finanziellen Grenzen. Die Tragweite dieser Entwicklung ist bei uns noch nicht so richtig angekommen. Die Parole Amigo Home trifft auch in Deutschland auf Sympathie. Aber wenn die Amerikaner wirklich nach Hause gehen, hinterlassen sie vielerorts ein sicherheitspolitisches Vakuum, das von ganz anderen Kräften besetzt wird. Von Staaten, die keinerlei Rücksichten auf demokratische Wahlen, auf eine kritische Öffentlichkeit und eine unabhängige Justiz nehmen müssen. Das macht die Dinge nicht besser. Insbesondere mit Blick auf unsere östliche und südliche Nachbarschaft wird die Europäische Union mehr Verantwortung übernehmen müssen. Im Nahen und Mittleren Osten ist die alte Ordnung aus den Fugen geraten. Der arabische Frühling wird unter einer Woge von Gewalt und Repression begraben. Irak und Syrien sind zu einer großen Kampfzone geworden, in der die alten kolonialen Grenzen überrannt werden. Libanon und Jordanien drohen mit in den Strudel gerissen zu werden. Kampf um regionale Vorherrschaft, politische und religiöse Konflikte verstärken sich gegenseitig. Das alles spielt sich fast vor unserer Haustür ab. Wait and see mag die bessere Alternative zu blindem Aktionismus sein, ersetzt aber keine aktive europäische Politik für die Region. Und das Beispiel Syrien zeigt, dass eine Politik des Nicht-Engagements nicht zur Befriedung führt, sondern die Eskalation der Gewalt sogar noch anheizen kann. Der Konflikt um die Ukraine legt die Axt an die post-sowjetische Friedensordnung in Europa. Die Annexion der Krim, die verkappte Intervention Russlands in der Ostukraine, die Woge des völkischen Nationalismus, die von den russischen Medien angefacht wird, führen zurück in längst vergangene geglaubte Zeiten. Man kann mit guten Gründen die zögerliche und machtpolitisch naive Ostpolitik der EU kritisieren. Auch die alten politischen Eliten der Ukraine haben ihre Mitverantwortung für die jetzige Krise. Aber wir sollten keinen Zweifel daran lassen, wo der Kern des Problems steckt, mit dem sich Europa jetzt konfrontiert sieht. Es ist die russische Machtelite und Präsident Putin, die den Weg der Demokratie und der Partnerschaft mit der EU aufgegeben hat. Russland ist heute wieder eine zutiefst autoritäre Macht, die nach außen eine neoimperiale Wendung vollzogen hat und sich wieder als Gegenmacht zu den USA versteht. Statt der Integration in eine gesamteuropäische Wirtschafts- und Sicherheitsgemeinschaft geht es um die Rückgewinnung privilegierter Einflusszonen. Die Brezhnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität wurde wieder aus der historischen Mottenkiste geholt. Wenn sich die EU darauf einlässt, verrät sie nicht nur den erklärten Willen der großen Mehrheit der ukrainischen Gesellschaft. Sie verspielt auch ihre eigene Glaubwürdigkeit. Wir werden uns morgen noch intensiver mit zwei Schlüsselfragen deutscher und europäischer Außenpolitik befassen. Zum einen geht es um die Ostpolitik der EU und die Neuausrichtung unserer Russlandpolitik, nachdem die Modernisierungspartnerschaft mit Russland sich als Wunschdenken erwiesen hat. Das zweite große Thema ist die Zukunft der transatlantischen Allianz. Ist der Westen für uns noch eine normative und bündnispolitische Kategorie oder befinden wir uns längst auf einer Drift, die zu einer wachsenden Entfremdung und Entfernung
zwischen Deutschland, Europa und den USA führt. Es gibt jede Menge Gründe für die Kritik an der amerikanischen Politik, vom Unilateralismus der Bush-Jahre bis zur Überwachungspraxis der NSA. Die Frage ist, worauf diese Kritik zielt. Geht es um die Abkopplung von Amerika oder um die Erneuerung des Westens? Gerade angesichts des Auftriebs autoritärer und fundamentalistischer Kräfte in der Weltpolitik wäre es fatal, die transatlantische Allianz aufzukündigen, statt sie als Kern eines neuen Multilateralismus und einer kooperativen Außenpolitik zu begreifen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Konferenz vorbereitet und organisiert haben. Zunächst bei unserem Partner, dem European Council for Foreign Relations, der jetzt zum wiederholten Mal diese außenpolitische Jahrestagung mit uns gemeinsam veranstaltet. Vielen Dank für diese freundschaftliche Zusammenarbeit. Dann bei Gregor Enste, unserem Referenten für Außen- und Sicherheitspolitik, und bei seinem Team, den Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit und des Tagungsbüros und schließlich bei den vielen Referentinnen und Referenten, die unserer Einladung gefolgt sind und diese Konferenz zu einem internationalen Forum machen. Es ist mir jetzt eine besondere Freude, Herrn Professor Heinrich August Winkler anzukündigen für den Eröffnungsvortrag unserer Konferenz Lehren aus dem Jahrhundert der Extreme. Was bedeutet die internationale Verantwortung Deutschlands? Professor Winkler ist wie kaum ein anderer prädestiniert für dieses Thema. Er ist nicht nur einer der herausragenden Historiker in der Bundesrepublik und in Europa mit einer auch wunderbaren Fähigkeit, historische Sachverhalte populär und anschaulich zu erklären. Er ist auch ein politischer Historiker im besten Sinn, der sich immer wieder in die politische Debatte einmischt, ein Public Intellectual, und in den Büchern, für die er in einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, seinem zweibändigen Werk Der lange Weg nach Westen und der darauf folgenden Reihe zur Geschichte des Westens, hat er genau die Themen beleuchtet, die mit einem Hintergrund für diese Tagung und für die aktuelle politische Debatte in der Bundesrepublik bilden. Das sind nämlich sehr lange Linien der deutschen europäischen Geschichte, die heute wieder aktuell werden. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, Herr Winkler, und würde Sie jetzt gerne zum Mikrofon bitten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Füchs, für diese wunderbare Einführung. Exzellenzen, meine Damen und Herren, das Zeitalter der Extreme, so lautet der einprägsame Titel von Erich Hobsbawms Buch über das 20. Jahrhundert. Über dieses Zeitalter nachzudenken hat kein Land so viel Anlass wie Deutschland. Denn in seiner ersten Hälfte trug das vergangene Jahrhundert einen deutschen Stempel. Das liegt nicht nur an dem maßgeblichen Anteil, den das Deutsche Reich an der Auslösung des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, hatte. Es liegt auch daran, dass es ohne die aktive deutsche Hilfe die Machtergreifung der russischen Bolschewiki im November 1917 nicht gegeben hätte, ein epochales Ereignis, das aus der Vorgeschichte zweier anderer Machtergreifungen totalitärer Bewegungen, derjenigen
der italienischen Faschisten 1922 und der deutschen Nationalsozialisten 1933 nicht wegzudenken ist. Dass auf den Ersten Weltkrieg ein Vierteljahrhundert später der Zweite folgte, war durchaus nicht zwangsläufig. Aber auch hier gilt, ohne die Urkatastrophe von 1914 sind die Folgekatastrophen nicht zu erklären. Deutschland war ein Land des Westens, kulturell gesehen. Es hatte die großen europäischen Emanzipationsprozesse seit dem Mittelalter mitvollzogen, ja im Falle der Reformation in Gang gesetzt und teilgehabt an der europäischen Aufklärung. Wesentlichen politischen Konsequenzen der Aufklärung, aber in Gestalt der Ideen der unveräußerlichen Menschenrechte, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie, hatten sich die herrschenden Eliten Deutschlands bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verweigert. Der Erste Weltkrieg wurde von den deutschen Kriegsideologen als Kampf der Ideen von 1914 gegen die Ideen von 1789 geführt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit fanden ihr Gegenstück im Bekenntnis zu einem starken Staat, zur Volksgemeinschaft und zu einem deutschen Sozialismus. Die erste deutsche Demokratie, die Republik von Weimar, galt der politischen Rechten als Produkt der Niederlage, als Staatsform der Sieger und damit als undeutsch. Die höchste Steigerung des deutschen Ressentiments gegen den Westen und sein normatives Projekt, die Ideen der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789, war die Herrschaft des Nationalsozialismus, die deutsche Katastrophe, von der der Historiker Friedrich Meinecke 1946 sprach. Erst nach der zweiten, diesmal totalen Niederlage Deutschlands im 20. Jahrhundert, konnte sich die westliche Demokratie in Deutschland, genauer gesagt in einem Teil Deutschlands, dem Westlichen, durchsetzen. Dass es dazu kam, war ein Gemeinschaftswerk der westlichen Alliierten, an ihrer Spitze der Vereinigten Staaten und der weise gewordenen Weimarer, der Väter und Mütter des Bonner Grundgesetzes, die das Dritte Reich überlebt und aus dem Scheitern der Demokratie von 1918-19 Schlussfolgerungen für den Aufbau einer abwehrbereiten und funktionstüchtigen parlamentarischen Demokratie gezogen hatten. Die anfangs höchst umstrittene Westbindung der Bundesrepublik mitsamt dem Beitrag der Deutschen zum westeuropäischen Einigungsprozess, das Werk einer Koalition der rechten Mitte unter Konrad Adenauer, hörte seit der historischen Kurskorrektur der Sozialdemokraten von 1959-60 auf, Gegenstand innenpolitischer Kontroversen zu sein. Ein Vierteljahrhundert später, während des Historikerstreits von 1986 um die Einzigartigkeit des nationalsozialistischen Judenmordes, wertete Jürgen Habermas die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens als diejenige intellektuelle Leistung der westdeutschen Nachkriegszeit, auf die gerade seine Generation stolz sein könne. Das Verdikt des Philosophen wurde zur Geburtsstunde einer posthumen Adenauerschen Linken, einer informellen Koalition, der sich im Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung Deutschlands auch die Grünen anschlossen. Bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit waren die beiden deutschen Staaten nur beschränkt souverän gewesen. Mit der Wiedervereinigung hörten die Alliierten Vorbehaltsrechte in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes zu bestehen auf. Mit der wiedergewonnenen Souveränität aber tat sich das vereinte Land schwer. Das zeigte sich bereits im Golfkrieg von 1991 und erst recht bei den jugoslawischen Nachfolgekriegen der 90er Jahre. Das Out-of-Area-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993
1994 schuf dann juristische Klarheit, unter welchen Bedingungen humanitäre und oder militärische Einsätze der Bundeswehr auch außerhalb des Bündnisgebiets zulässig waren. Im Jahr darauf, am 30. Juni 1995, stimmte der Bundestag einem Einsatz der Bundeswehr zum Schutz und zur Unterstützung der schnellen Eingreiftruppe in Bosnien-Herzegowina mit den Stimmen der christlich-liberalen Koalition zu. Die Mehrheit der SPD und der meisten Grünen wie auch die PDS lehnten ihn ab. Den 45 sozialdemokratischen Abweichlern, die für den Einsatz stimmten, hielt der damalige Bundesgeschäftsführer der SPD, Günter Verheugen, entgegen, Deutschland könne auch nach der großen Wende in Europa, ich zitiere, nicht in dem Sinne ein normales Land werden, wie andere ohne eine so anormale Geschichte es sind. Wer es immer noch nicht glaubt, sollte sich einmal fragen, was das erst jüngst eröffnete Washingtoner Holocaust-Museum bedeutet. Abermals 3 Jahre später wurde Deutschland erneut mit dem Problem seiner internationalen Verantwortung konfrontiert. Wenige Tage vor der Bildung der ersten rot-grünen Bundesregierung stimmte der Bundestag am 16. Oktober 1998 mit großer Mehrheit, darunter den Stimmen der meisten Sozialdemokraten und Grünen, einer Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Einsatz des Atlantischen Bündnisses gegen die aggressive Politik Serbiens im Kosovo zu. In den Begründungen dieser humanitären Intervention spielte der Holocaust erneut eine große Rolle. Aber jetzt als Argument für einen Einsatz, der einen Völkermord an den Kosovo-Albanern verhindern sollte. Die Berufung auf das Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten mochte mitunter auch dazu dienen, verbliebenen Zweifeln der regierenden Linken entgegenzuwirken, ob eine Befriedung der umkämpften Region mit militärischen Mitteln möglich sein würde. Aber anders als 1995 waren 1998/99 auch die Abgeordneten der Sozialdemokraten und der Grünen nahezu geschlossen bereit, die Konsequenzen mitzutragen, die sich aus dem Souveränitätszuwachs von 1990 ergaben. Deutschland handelte wie alle Demokratien des Westens. Es blieb kleinen Minderheiten überlassen, unter Hinweis auf die deutsche Vergangenheit, auf einer deutschen Sonderrolle zu beharren. Auschwitz als Argument in aktuellen deutschen Debatten ist seit der Jahrtausendwende seltener geworden. Und das ist gut so. Denn jede tagespolitische Bezugnahme auf die Ausrottung der europäischen Juden gerät in die Gefahr einer Instrumentalisierung und damit auch einer Banalisierung des schrecklichsten Ereignisses der deutschen und der europäischen Geschichte. Die Berufung auf die Einzigartigkeit der Judenvernichtung zu dem Zweck, andere neuere Verbrechen nicht zu verurteilen oder sie zu relativieren, bedeutet nichts anderes, als dass der Hinweis auf Auschwitz als Vorwand einer Entsensibilisierung gegenüber der Missachtung von Menschenrechten herhalten muss. Wenn eine solche Argumentation ernst gemeint ist, dann ist sie der Ausdruck eines pathologischen Lernprozesses. Die Westbindung Deutschlands schloss immer eine enge Verbindung mit der westlichen Führungsmacht, den Vereinigten Staaten, ein. Eine bedingungslose Unterwerfung unter das, was Washington jeweils unter westlichen Interessen versteht, bedeutet die Westbindung nicht. Das rot-grüne Nein zum Irakkrieg von 2003 war völkerrechtlich und politisch wohl begründet und ein Akt der Emanzipation von einem Amerika, das unter George W. Bush seine eigenen Werte fundamental in Frage stellte. Eine Aufkündigung der westlichen Wertegemeinschaft aber folgt
aus diesem transatlantischen Konflikt nicht. Wenn Europäer und Amerikaner sich über grundsätzliche Fragen streiten, handelt es sich fast immer um unterschiedliche Auslegungen gemeinsamer Werte. Das gilt für die Kontroversen über die Todesstrafe und das staatliche Gewaltmonopol, über das Verhältnis von Religion und Politik, über die soziale und ökologische Verantwortung des Staates und nicht zuletzt, wie bei den globalen Abhöraktionen der NSA, über den Vorrang von individueller Freiheit oder nationaler Sicherheit. Die politische Kultur des Westens ist immer auch eine Streitkultur. Sie beruht auf der Einsicht, dass die Gemeinsamkeiten des Westens stark genug sind, um Differenzen auszuhalten, ja, als Chance zur Weiterentwicklung des normativen Projekts des Westens zu begreifen. Auch nach dem Ende der Präsidentschaft des jüngeren Bush kam es immer wieder zu Spannungen zwischen den USA und Teilen von Europa. In einem Fall, der Auseinandersetzung um eine humanitäre Intervention im libyschen Bürgerkrieg, begab sich Deutschland durch seine undurchdachte Stimmenthaltung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 17. März 2011 nicht nur in einen Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, sondern auch zu zwei seiner westeuropäischen Verbündeten, Frankreich und Großbritannien, eine bisher noch nicht dagewesene Selbstisolierung Deutschlands. Das im Juli 1994 von dem damaligen freidemokratischen Außenminister Klaus Kinkel geprägte Wort von der bewährten Kultur der Zurückhaltung bei Militäreinsätzen, auf das sich auch der liberale Außenminister der schwarz-gelben Koalition der Jahre 2005 bis 2009, Guido Westerwelle, gern berief, gewann bei dieser Gelegenheit auch eine neue Bedeutung. Wichtige westliche Alliierte sahen darin immer mehr eine beschönigende Umschreibung einer innenpolitisch motivierten Flucht aus der außenpolitischen Verantwortung, ja, einen neuen, diesmal mehr oder minder pazifistischen deutschen Sonderweg. Vor diesem Hintergrund sind auch die wiederholten, wohlbegründeten Mahnungen von Bundespräsident Joachim Gauck zu verstehen, Deutschland müsse mehr internationale Verantwortung übernehmen. Eine Verantwortung, die dem wirtschaftlichen und politischen Gewicht der Bundesrepublik in Europa und der Welt entspricht. Wenn es um die Verteidigung von Frieden und Menschenrechten geht, kann das als Ultima Ratio auch Einsätze der Bundeswehr einschließen. Zu den Belastungen des transatlantischen Verhältnisses ist schon vor geraumer Zeit eine dreifache Krise des europäischen Einigungsprozesses hinzugekommen. Die erste dieser Krisen, die der Eurozone, mag ihren Höhepunkt inzwischen überschritten haben. Überwunden ist sie noch längst nicht. Die zweite Krise resultiert aus der Gefährdung der Demokratie in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, obenan Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Das Ausmaß dieser Bedrohung des Zusammenhalts der EU wird noch immer unterschätzt. Und das auch deshalb, weil der konservative Budapester Regierungschef Viktor Orban den Rückhalt der in der Europäischen Volkspartei vereinigten konservativen und christdemokratischen Parteien genießt, während der Sozialdemokrat Viktor Ponta in Bukarest sich über die verständnisvolle Haltung der europäischen Sozialisten freuen kann. Haust du meinen Viktor, hau ich deinen Viktor. Das scheint bisher die unausgesprochene Devise der beiden größten Parteifamilien zu sein. Daher spricht alles für den Vorschlag des Politikwissenschaftlers Jan Werner Müller, eine unabhängige Kopenhagen-Kommission einzusetzen, die im Vorfeld möglicher Sanktionen auf Antrag der Europäischen Kommission oder auf der Grundlage einer Petition tätig wird, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein Mitgliedstaat die Kopenhagener Beitrittskriterien von 1993 verletzt.
Die dritte Krise des europäischen Einigungsprozesses ist die Legitimationskrise des Projekts Europa, wie sie sich auch in den Stimmengewinnen rechts- und linkspopulistischer Parteien bei der Wahl zum Europäischen Parlament von Ende Mai 2014 spiegelt. Die Kritik an der wachsenden Verselbstständigung der Exekutivgewalt, nebenbei ein Begriff von Karl Marx, die Kritik an der wachsenden Verselbstständigung der Exekutivgewalt in Brüssel ist nicht neu und sie ist zu erheblichen Teilen gerechtfertigt. Allzu lange sind Entscheidungen über Zukunftsfragen der Gemeinschaft, auch im Zusammenhang mit dem Erweiterungsprozess, hinter verschlossenen Türen getroffen und der Öffentlichkeit als fait accompli präsentiert worden. Der Ausgang des derzeitigen Machtkampfes zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat ist offen. Im Prinzip wäre eine Parlamentarisierung der Kommissionsspitze ein Schritt nach vorn, weil sie das Gewicht des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat stärken würde. Das gilt trotz verbreiteter Zweifel, ob der konkrete Personalvorschlag des alten Parlamentspräsidiums geeignet ist, die EU politisch voranzubringen. Der konservative Spitzenkandidat, ein deutscher Begriff, der sich unübersetzt im Englischen durchzusetzen beginnt, gilt bis weit in die eigenen Reihen hinein als Verkörperung des Eliteprojekts Europa und des weiter so einer Politik, die in fortschreitender Integration einen nicht mehr begründungsbedürftigen Selbstzweck zu sehen scheint. In einem Gespräch mit Nils Minkma hat Jürgen Habermas in der FAZ vom 30. Mai die Staats- und Regierungschefs, die Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission sehen wollen, aufgefordert, den Ländern, die sich dieser Lösung entgegenstellen, den Austritt aus der Europäischen Union nahezulegen. Andernfalls würden die Unterstützer des erfolgreicheren unter den beiden aussichtsreichsten Spitzenkandidaten ihren eigenen Ruf als Demokraten aufs Spiel setzen. Zitat: Im Fall eines unlösbar zugespitzten Konflikts bliebe immer noch die Möglichkeit einer Neugründung der Europäischen Union in ihren bisherigen Institutionen, eine Drohung, der auch Herr Cameron kaum widerstehen dürfte. Zitat Ende. Über den Widerspruch von Viktor Orbáns Ungarn gegen einen Kommissionspräsidenten Juncker kann sich die Mehrheit des Europäischen Rats in der Tat hinwegsetzen. Der Fall des widerstrebenden Großbritannien liegt anders. Und die Vorstellung seines Premierministers von einer Rückübertragung von Aufgaben von Brüssel auf die Nationalstaaten sind sehr viel diskussionswürdiger als alles, was der Budapester Regierungschef von der EU erwartet. Deutschland und Europa können kein Interesse daran haben, den ohnehin möglichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zu provozieren. Ebenso wenig kann Deutschland daran liegen, die Niederlande und Schweden, die ebenfalls Bedenken gegen einen Kommissionspräsidenten Juncker geäußert haben, nachhaltig zu verprellen. Eine EU ohne diese drei Staaten wäre illiberaler, protektionistischer und krisenanfälliger als die EU der 28. Und allein das Ausscheiden Großbritanniens würde die Gemeinschaft als globalen Akteur nachhaltig schwächen. Ein Konfliktkurs, der eine solche Umgründung der EU zur Folge hätte, ist nichts, worauf sich die deutsche Politik einlassen darf. Schon der Eindruck, Deutschland wolle der Europäischen Union im Eilverfahren eine von ihm für richtig gehaltene institutionelle Neuordnung aufdrängen, wäre kontraproduktiv. Wenn die Parlamentarisierung der Kommissionsspitze ohne negative Folgen für den Zusammenhalt der EU gelingen sollte, wäre sie ein Fortschritt, aber noch nicht das, was seit langem ein Ziel der deutschen Politik ist und bleiben muss. Die Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einer politischen Union, also eine grundlegende Reform der EU. Dieses Ziel ist jedoch an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. Eine der Vorbedingungen
ist eine gemeinsame politische Kultur, und zwar die politische Kultur des Westens, zu der sich die EU in den Kopenhagener Beitrittskriterien von 1993 und in der Europäischen Grundrechtecharta von 2000 bekannt hat. Die Fälle Ungarn, Rumänien und Bulgarien zeigen, dass von einem solchen Konsens im Rahmen der EU der 28 zurzeit nicht gesprochen werden kann. Eine politische Union bedürfte überdies einer grundlegenden Übereinstimmung der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Grundzüge einer wirtschaftlichen und fiskalischen Reformagenda. Eine Übereinstimmung, die nur in einem europaweiten öffentlichen Diskurs erzielt werden könnte. Einen solchen reformpolitischen Gleichklang gibt es aber nicht einmal da, wo er am nötigsten wäre, innerhalb der Währungsunion und zwischen ihren beiden größten Mitgliedern, Deutschland und Frankreich. Einen engeren Zusammenschluss der reformbereiten Mitgliedstaaten der EU, eine Art Union in der Union, ohne Frankreich, kann Deutschland aber auch nicht anstreben, weil ein solches Gebilde auf fatale Weise jenem Mitteleuropa ähneln würde, das der liberale Politiker und Publizist Friedrich Naumann, nach damaligen Begriffen ein moderater wilhelminischer Imperialist, 1915, also vor fast genau 100 Jahren, in einem Buch unter eben diesem Titel propagiert hat. Es wäre der Weg von der halben zur ganzen Hegemonie Deutschlands in Europa. Solange es einen belastbaren deutsch-französischen Reformkonsens nicht gibt, und er ist nach dem Sieg des Front National bei der Europawahl noch unwahrscheinlicher geworden, bleibt infolgedessen nur die Option der verstärkten intergouvernementalen Zusammenarbeit auch in den bisher nicht vergemeinschafteten Bereichen der Politik und namentlich, daraufhin hat Ralf Füchs eben hingewiesen, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das letzte Wort der europäischen Politik kann diese Art der Kooperation gewiss nicht sein. Aber solange der Vertrag von Lissabon gilt, ist die EU auf sie geradezu existenziell angewiesen. Wie wichtig ein Europa wäre, das in wichtigen Fragen mit einer Stimme spricht, zeigt die Ukraine-Krise. Vermutlich werden spätere Historiker zu dem Schluss gelangen, dass im Jahr 2014 eine Zwischenphase zu Ende ging, jene Zeit, die vor einem Vierteljahrhundert mit den friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa begann, im Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 ihr historisches Symbol fand und die Welt mit der Hoffnung erfüllte, dass sich die Ideen der atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, wenn nicht global, so doch im gesamten Bereich der damals noch existierenden Sowjetunion durchsetzen würden. Von dieser Hoffnung muss sich der Westen bis auf Weiteres verabschieden. 14 Jahre, nachdem er erstmals zum russischen Präsidenten gewählt wurde, hat Putin Klarheit geschaffen. Er sieht in der Russischen Föderation den Gegenpol des vermeintlich dekadenten Westens. Die Sprecherin aller Kräfte der multipolaren Welt, die sich gegen die universale Geltung der Menschenrechte auflehnen, die Freundin der Homophoben auf allen Kontinenten und in Europa eine verlässliche Bundesgenossin der Anti-EU-Parteien von links und rechts, sowie all derer, die Europa von Amerika abkoppeln, das Atlantische Bündnis also sprengen wollen. Das wohlwollende Verständnis, das Putin nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, einem Akt des völkischen Nationalismus, nicht nur auf dem linken und rechten Rand, sondern auch beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, bei aktiven Politikern der CSU, bei einigen Elder Statesmen der SPD und nicht wenigen einflussreichen Journalisten gefunden hat, empfinden einige ostmitteleuropäische Mitgliedstaaten der EU und der NATO zu Recht als beunruhigend. Mitunter wird bereits gefragt,
wie tief die Westbindung Deutschlands eigentlich geht und ob Berlin bei einer Zuspitzung der Krise loyal zu seinen Bündnisverpflichtungen stehen würde. Der Kult um die angeblich gute Tradition deutsch-russischer Sonderbeziehungen, wie er im Umfeld der Alternative für Deutschland, aber nicht nur dort, betrieben wird, ist geeignet, in Polen eine ganz andere Erinnerung wachzurufen, die an die Geschichte deutsch-russischer Gemeinsamkeiten von den polnischen Teilungen im späten 18. Jahrhundert bis zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Die deutsche Politik tut gut daran, die Sicherheitsinteressen ihrer ostmitteleuropäischen Nachbarn, ihrer Partner im Rahmen von NATO und EU mindestens so ernst zu nehmen wie die Russlands. In Ost-, Mittel- und Südosteuropa wäre, wenn das Atlantische Bündnis nach 1991 die Aspiranten einer Mitgliedschaft zurückgewiesen hätte, eine Zone der Unsicherheit und der Instabilität entstanden, ein neues Zwischeneuropa wie in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in dem fast überall nationalistische und antidemokratische Kräfte die Oberhand gewannen. Deutschland hat keinen Anlass, von seinem Bemühen abzulassen, die neue Ost-West-Konfrontation diplomatisch zu entschärfen. In der Ukraine auf einen nationalen Dialog und in Moskau auf die Rückkehr zu einer Politik des friedlichen Interessenausgleichs zu drängen. Doch zugleich dürfen deutsche Regierungen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass deutsche Alleingänge und eine Schaukelpolitik zwischen West und Ost keine Optionen für Deutschland sind. Dass die Westbindung also unwiderruflich ist. Die deutsche Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die wichtigste Lehre aus dem Jahrhundert der Extreme. Das Bekenntnis westlicher Demokratien zum normativen Projekt des Westens ist freilich nur dann glaubwürdig, wenn es einhergeht mit der Bereitschaft zu historischer Selbstkritik. Die Ideen von 1776 und 1789 beschrieben nicht die Wirklichkeit von damals, aber sie lieferten die Maßstäbe, an denen sich der Westen fortan abarbeiten und messen lassen musste. Das Projekt wurde dadurch zum Korrektiv einer Praxis, die den proklamierten Werten oft genug strikt widersprach. Es entfaltete eine Dynamik, die aus dem Projekt einen Prozess machte. Dieser Prozess ist so lange nicht abgeschlossen, als die unveräußerlichen Menschenrechte nicht weltweit gelten. Der Westen gäbe sich selbst auf, wenn er von dieser Forderung abließe. Das gilt auch für Deutschland, das historisch gesehen noch immer eine der jungen westlichen Demokratien ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, ganz herzlichen Dank, Professor Winkler, für diesen großen Bogen, mit dem Sie unsere Tagung hier eingeleitet haben. Viele der Fragen, die Sie angeschnitten haben, werden wir jetzt im
der nächsten folgenden Diskussion noch versuchen zu vertiefen. Und heute Abend setzen wir das fort mit einer Diskussion, die um die Kernfragen kreisen soll. Was kann und soll eine stärkere außenpolitische Verantwortung der Bundesrepublik überhaupt sinnvollerweise heißen? Was sind die Erwartungen an deutsche Außenpolitik bei unseren Nachbarn und Verbündeten? Und welche Rolle sollte die Bundesrepublik im Rahmen einer europäischen Außenpolitik und des transatlantischen Bündnisses spielen? Wir können ja heute nicht mehr über Außenpolitik in rein nationalen Kategorien diskutieren und schon gar nicht in Europa. Nicht zufällig deshalb auch die Zusammensetzung dieser Runde mit Gästen aus Polen, aus Frankreich und den USA und noch einer Stimme aus Deutschland, die Sie schon gehört haben, und einer zweiten, die wir gleich hören werden. Ich beginne mit der Vorstellung unserer Gäste auf der entgegengesetzten Seite des Podiums mit Beata Penzka. Sie ist Beauftragte für die östliche Partnerschaft im Außenministerium der Republik Polen in Warschau, diente zuvor in Brüssel als Botschafterin und Vertreterin Polens im politischen und sicherheitspolitischen Komitee der Europäischen Union und war in ihren früheren Jahren unter anderem auch stellvertretende Repräsentantin der Republik Polen bei den Vereinten Nationen in New York. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Der nächste im Bunde ist Dr. François Heisburg. Er ist Special Advisor bei der Foundation for Strategic Research in Paris, hat selbst auch eine lange Karriere im Auswärtigen Dienst Frankreichs, schon seit den 70er Jahren, war dann von 1987 bis 1992 Direktor des International Institute for Strategic Studies in London, machte dann einen Ausflug in die Industrie, und zwar in die Rüstungsindustrie in Frankreich, wenn ich das richtig sehe, und ist dann wieder in die Welt der Thinktanks gewechselt, ist unter anderem Vorsitzender jetzt des International Institute for Security Studies und Mitglied in zahlreichen anderen Beiräten und Gremien. Herzlich willkommen, François. Dann kommen wir zu Catherine Klüber. Sie ist Gründerin und Direktorin des Future of Democracy-Projekts an der John F. Kennedy School for Government in Harvard. Ein Projekt, das sich mit den besonderen Herausforderungen von internationaler Politik und Staatsführung im 21. Jahrhundert beschäftigt. Zuvor war sie im Journalismus und internationaler Kommunikation tätig, hat aber auch einen Ausflug in die europäische Politik gemacht. Sie war beim European Policy Center in Brüssel Mitglied des Leitungsteams, kennt also die transatlantischen Beziehungen von beiden Seiten. Und dass es nochmal eine besondere Verbindung zu Berlin und der Bundesrepublik gibt, wird sie gleich selbst sagen. Herzlich willkommen. Professor Winkler haben wir schon gehört. Und Cem Özdemir muss ich in dieser Runde vermutlich nicht mehr besonders vorstellen. Einer der beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Wieder Mitglied des Deutschen Bundestags, das war er schon in der Zeit von 1994 bis 2002, machte dann einen Ausflug ins Europäische Parlament,
war dort außenpolitischer Sprecher der Fraktion der Grünen, bevor er wieder in die Bundespolitik zurückkehrte. Und er gehört zu denen in unserem politischen Club, die sich über die Jahre hinweg doch immer wieder intensiv mit außen- und europapolitischen Fragen beschäftigt haben. Herzlich willkommen, Cem. Ich würde gerne zu Beginn Beata Pengsa Gelegenheit geben, wie Sie wollen, auf den Vortrag von Herrn Winkler sagen, einzugehen, aber auch Ihre eigenen Ideen und sagen, Argumente zu dem Zentralthema unserer Tagung, neue deutsche Verantwortung, Fragezeichen, vorzutragen. Bitte sehr. Is it on? Yes. Thank you very much and let me first of all. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte zunächst einmal damit beginnen, dass ich mich bedanken möchte, dass ich eingeladen wurde zu dieser wichtigen Konferenz. Ich denke, dass diese Diskussion wirklich zur rechten Zeit kommt, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und ich bedanke mich dafür, dass ich ausgewählt wurde, hier die Perspektive der östlichen Nachbarn zu repräsentieren in Bezug auf die Position Deutschlands im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen politischen Umfeld. Und natürlich haben Sie mich ein bisschen provoziert bereits während der ersten Vorstellung, als Sie sprachen über unseren Außenminister Sikorski, denn der sprach ja von der Furcht der Untätigkeit Deutschlands, vor der Untätigkeit Deutschlands zu dieser Zeit. Aber das ist bereits eine Weile her. Die Zeit ist inzwischen ziemlich vergangen, als er das sagte. Da waren wir in einer komplett anderen Situation. Das war natürlich zu Zeiten der Krise, der Wirtschaftskrise in Europa. Das war der Beginn der politischen Krise, aber der inneren politischen Krise Europas. Und nach wie vor waren wir noch nicht in der Situation, die wir jetzt in der Geschichte erkennen können, insbesondere bei unseren östlichen Nachbarn. Und man stellt sich natürlich die Frage, ob die Worte von Minister Sikorski nach wie vor Gültigkeit haben. Und ich würde sagen, dass die noch eine viel größere Gültigkeit haben, insbesondere wenn es um die Beziehung zu Deutschland geht und unsere Zusammenarbeit mit Deutschland innerhalb der Europäischen Union, in Europa, aber auch global. Denn das ist natürlich richtig. Die Geschichte, die spielt sich jetzt ab. Das ist vielleicht sehr schwierig im Augenblick für die Analysten hier so ein bisschen zu definieren, wie die neue Weltordnung in einigen Jahren aussehen wird. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir in einer Situation, wo wir eine globale Neupositionierung der globalen Mächte sehen, und zwar nicht nur in Europa oder gar nur in Osteuropa. Es gibt ja Krisen, die stattfinden bei den südlichen Nachbarn, aber ebenso in anderen Teilen der Welt. Und insbesondere, wenn es um den Ansatz geht, bei den Schlüsseldokumenten des Völkerrechts. Und da muss man sagen, dass sich die Interpretationen, die Lesart dramatisch geändert hat, nicht nur während der Krim-Krise, sondern auch davor. Und wenn man zum Beispiel mit Professor Oesterdiel spricht über die internationalen Konfliktlösungsvorschläge und Verhandlungen, da möchte ich natürlich das jetzt nicht im Augenblick näher erläutern, aber man sieht natürlich auch, dass es dort bestimmte Probleme gibt, die innerhalb des letzten Jahrzehnts insbesondere fühlbar wurden im Sicherheitsrat, aber auch insgesamt im Völkerrecht und in der völkerrechtlichen Ordnung. Aber was nun auf der Krim passiert, da muss man sagen, dass die Annexion der Krim ebenso wie
die Missinterpretation und die falsche Anwendung des Völkerrechts nicht vergessen werden dürfen und natürlich auch nicht vernachlässigt werden dürfen und insbesondere nicht von Deutschland. Wir hoffen nach wie vor, dass die Deutschen nach wie vor den Ehrgeiz haben, ein Mitglied des Sicherheitsrates zu werden, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates zu werden, meine ich. Natürlich gibt es dazu auch Diskussionen, wie dieses Organ aussehen wird in der Zukunft. Und vielleicht geht das noch über Jahre so. Aber dieser Ehrgeiz Deutschlands, den gab es ja in der Vergangenheit. Und deshalb sind die Erwartungen an Deutschland natürlich auch höher als an anderen Länder. Wir würden natürlich keine militärische Präsenz erwarten, aber Deutschland ist definitiv in der Lage, Initiativen zu ergreifen. Deutschland hat sehr gute Diplomaten, hat sehr gute Geschäftsleute und deshalb geht es hier nicht nur darum, entsprechend in der Generalversammlung, in der UNO-Vollversammlung seine Stimme abzugeben, sondern man muss zusammenarbeiten mit anderen Ländern und hier wirtschaftliche und politische Mittel einsetzen, um entsprechend die Denkweise der anderen zu beeinflussen. Und natürlich muss man auch andere aufhalten. Das war ja diese Provokation eingangs bei Ihrer ersten Rede, die Sie da brachten. Das geht natürlich auch darum, nicht andere daran zu hindern, sich selbst zu verteidigen oder andere abzuschrecken. Da würden wir sicherlich auch ein bisschen mehr Unterstützung erwarten von Berlin. Im Fall einer Verschlimmerung der Situation. Und natürlich muss die Abschreckung immer ein Thema sein und sie muss auch stattfinden. In diesem Thema, in diesem Zusammenhang vielmehr sprechen wir natürlich auch über die Politik in Bezug auf Osteuropa. Und natürlich wünschen wir uns, dass hier Deutschland die Führerschaft übernimmt, führend tätig wird in Europa zusammen mit anderen Ländern, um diese Situation mit Russland zu lösen. Nicht nur über einen Dialog, sondern vielleicht auch über andere Mittel. Der Dialog ist wichtig, aber es muss nicht nur um Gespräche gehen, in denen man die Situation beschreibt, sondern zunächst einmal muss man hier auch unsere europäische Sichtweise beschreiben und auch die amerikanische Sichtweise, denn hier stehen wir ja zusammen. Wir müssen auch unsere Position beschreiben und unsere Interessen. Und wir wissen, dass unsere russischen Kollegen gerne zähe oder vielmehr taffe Verhandlungspartner haben möchten und nicht nur solche, die ihnen immer nur zuhören. Wir hatten in der jüngsten Zeit ein Beispiel. Es gab Gespräche in St. Petersburg mit Minister Lavrov, Sikorski und Steinmeier. Und ich glaube, der hat da ziemlich erfolgreich agiert. Aber dennoch sind wir weit entfernt davon, diese Probleme zu lösen, die es im Augenblick bei uns gibt. Aber man sieht, dass man sozusagen hart in der Sache verhandeln kann. Und wenn es um Polen geht, dann respektieren wir natürlich, dass Deutschland vielleicht nicht so emotional mit der Sache umgeht, wie wir das tun als Polen oder unsere Kollegen vom Weimarer Dreieck, die Franzosen, meine ich. Es ist natürlich gut, immer auch so ein bisschen einen nüchternen Part zu haben in diesen Gesprächen. Aber wir haben ja doch einen Konsens, den möchten wir erreichen. Und sollte es da mal den Bedarf geben, dann hoffen wir natürlich auch, dass unser emotionaler Ansatz hier respektiert wird und unterstützt wird, insbesondere dann, wenn wir Recht haben damit. Und noch mal zwei Anmerkungen, denn ich möchte hier nicht das Ganze zu sehr in die Länge ziehen und gerne auch Fragen entgegennehmen. Ich bin heute nach Berlin gefahren, mit dem Auto von Warschau bin ich gekommen und Gott sei Dank war ich auch pünktlich, denn das war ziemlich knapp. Und ich bin zusammen mit meiner Tochter im Auto gefahren. Ich habe also mit ihr dieses Thema auch besprochen und ich habe festgestellt, und deshalb möchte ich das hier nochmal mit Ihnen auch teilen, ich möchte das auch Professor Winkler mitteilen, aber auch dem gesamten Publikum hier. Wir müssen diesen Moment auch aus der Perspektive der jüngeren Generation sehen. Die schließen jetzt ihr Studium ab, die schließen die Schule ab. Das ist die Generation, die aufgewachsen ist ohne die Mauer.
die aufgewachsen ist in Europa, in einer freien Welt. Und wir müssen denen etwas erzählen über unsere Geschichte, über die schwierige Vergangenheit Europas. Wir haben so ein bisschen diese Pole in unseren Genen, denn wir sind so ein bisschen stärker sensibilisiert für die Situation. Aber das muss natürlich auch den Jüngeren mitgeteilt werden. Diese müssen mehr über die Geschichte erfahren. Außerdem muss die nachfolgende Generation lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das können wir ihnen beibringen. Wir müssen sie dabei unterstützen, die Demokratie zu bewahren, die Errungenschaft der Toleranz zu bewahren, denn das ist etwas, was hier in Deutschland sehr sichtbar ist. Und auch die Bewahrung des Geistes der Kooperation innerhalb der europäischen Grenzen zu bewahren. Das ist also auch unsere Verantwortung im Augenblick. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen und das aus dem echten Leben. Wenn es einen Autounfall gibt oder wenn jemand einen Herzanfall auf der Straße hat, dann wird man eventuell bestraft vom Strafgericht, wenn man untätig bleibt und einfach vorbeigeht. Und zumindest ist das so in Polen. Ich weiß nicht genau, ob das in allen anderen europäischen Ländern auch der Fall ist. Wenn man also untätig bleibt, wenn die Menschenrechte nicht respektiert werden oder wenn ein Völkermord stattfindet, dann werden die Menschen auch denken, das Ganze muss dann auch entsprechend von den Gerichten bestraft werden. Also, ich muss noch mal zurückkommen auf das, was Professor Winkler gesagt hat. Er hat ja über den Holocaust gesprochen und es gibt ja einen sehr wichtigen Namen in unserer Geschichte. Das ist Jan Karski. Von der Zeit der Besetzung Polens bis Großbritannien und in die USA hat es ihn getrieben. Und er war sozusagen Zeitzeuge dessen, was in Polen geschehen ist. Und die erste Reaktion war zunächst einmal Ungläubigkeit und Untätigkeit ihm gegenüber, als er das beschrieben hat. Und das war ein sehr schmerzhaftes Ereignis und Erlebnis für ihn natürlich. Und wenn wir jetzt die Veränderungen uns vorstellen, die es gab in der Geschichte und den Wandel, dann möchte niemand dafür beschuldigt werden und die Schuld dafür tragen. Niemand in Europa, niemand in der modernen westlichen Welt möchte der Untätigkeit bezichtigt werden. Das war's und ich stehe natürlich für Fragen zur Verfügung. Thank you very much. That was enough stuff. Ganz herzlichen Dank. Das war ja genug Futter für die Debatte, genug Stoff für Debatte für den Rest des Abends. Und natürlich haben wir noch weitere Perspektiven und Blickwinkel auf unser Gespräch, die eröffnet werden. Und der nächste ist Dr. François Eisbuch. Ganz herzlichen Dank. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Denn ich bin ja seit langer Zeit Analyst der Außen- und Sicherheitspolitik und es ist für mich sehr zufriedenstellend, dass wir hier fast 300 Menschen sehen, die hierher kommen, um an einer Diskussion teilzunehmen zu diesen Themen. Und das innerhalb der Woche an einem Arbeitstag und das ist wirklich bewundernswert. Ich habe das noch nie so in Frankreich erleben dürfen. Gott weiß, ob wir Tatsache an der Außen- und Sicherheitspolitik wirklich interessiert sind. Also das fühlt sich wirklich hier sehr gut an gerade. Ich habe ja jetzt zugehört. Es war ja eine wundervolle Rede, die gegeben wurde von Professor Winkler. Und ich möchte das auch entsprechend gerne als französische und englische Übersetzung vorliegen haben, schriftliche Übersetzung, denn das muss ja sozusagen nochmal entsprechend gelesen werden von anderen Lesern, nicht nur innerhalb dieses Gebäudes Gehör finden, sondern auch darüber hinaus. Ich möchte eine Frage stellen, eine echte Frage. Ich bin nicht Politiker. Das heißt, ich stelle Fragen, wenn ich wirklich nicht die Antwort weiß. Das ist manchmal natürlich gefährlich, aber wie gesagt, ich bin kein Politiker. Auf gewisse Art und Weise, und das ist vielleicht eine Karikatur dessen, was Sie gerade sagten, haben Sie hier so eine Narration
entsprechend entwickelt, wo Deutschland zunehmend stärker engagiert sich und immer weniger zurückhält und entsprechend mit den Verbündeten kooperiert und auch haben Sie die verschiedenen Schritte entlang der Zeitleiste erläutert, in den 90er Jahren, Kosovo, dann die entsprechende Emanzipation, dann Libyen und dann entsprechend natürlich auch eine Art Tribut an Guido Westerwelle gezollt. Ich kann das natürlich verstehen, dass Sie das so interpretieren, aber aus meiner Perspektive sieht das ganz anders aus. Denn natürlich gab es sozusagen dieses progressive deutsche Engagement in den 1990ern, zunächst einmal von Seiten der CDU mit Kanzler Kohl und Volker Rühe damals als Verteidigungsminister. Ganz kleine Schritte zunächst, Kambodscha, Somalia. Und dann gab es die schwierigeren Schritte, die getätigt wurden in Bosnien. Und dann gab es sozusagen diesen krönenden Moment des Prozesses, nämlich Kosovo, wo Deutschland teilgenommen hat an der Ausübung brutaler oder roher Gewalt. Das heißt, Deutschland hat jetzt nicht nur entsprechend da als Lückenbüßer agiert, sondern hat als vollwertiger Partner entsprechend dann auch bei der KFOR vor Ort gewirkt. Und das natürlich ohne die Existenz einer Sicherheitsratsresolution, die damals entsprechend auch den jüngsten Ereignissen gerecht geworden wäre. Also wir hatten dann gleichzeitig eine Erneuerung der Außen- und Sicherheitspolitik. Und Ralf Füchs, Sie haben mich erinnert an meine vergangenen Sünden als Teil der Rüstungsindustrie in Frankreich. Und da haben Sie absolut recht. Und etwas, was damals entsprechend erzielt und erreicht wurde, war die Schaffung von EADS, das ist ja inzwischen als Airbus, ein Synonym für Airbus, würde ich sagen. Und das war ja ein französisch-deutsches Unterfangen, ein Unternehmen von enormer Komplexität und wurde dennoch umgesetzt, denn jeder hat da in die gleiche Richtung gearbeitet. Dann gab es die Emanzipation aus vielen guten Gründen. Wir hatten Deutschland und Frankreich und andere, die sehr stark sich gegen den Krieg im Irak ausgesprochen haben und uns zu Recht darauf hingewiesen haben. Aber da wollen wir jetzt nicht direkt nach Libyen weiterkommen, sondern dann gibt es natürlich auch Deutschland, das in Afghanistan tätig ist. Es gibt auch eine französisch-deutsche Sicherheitsbeziehung, die zunehmend an Bedeutung verliert. Und da bin ich Augenzeuge. Ich habe ja teilgenommen an den strategischen Treffen im Zusammenhang mit Georgien in den letzten Jahren. Und das ist alles ziemlich zum Verzweifeln. Ich möchte das noch einmal betonen, auch wenn das Ganze jetzt hier live über den Äther geht. Und als es dann natürlich klar wurde, dass wir das Airbus-Projekt, EADS-Projekt noch so ein bisschen weiterbringen mussten, indem wir die Briten mit an Bord holten, da hat Deutschland das blockiert. Und mit Deutschland meine ich jetzt nicht Guido Westerwelle, sondern ich meine die Bundesregierung, ich meine die Bundeskanzlerin. Und im Falle Libyens, da hat natürlich Guido Westerwelle auch seiner Stimme Gehör verschaffte bei den Entscheidungen, die im Sicherheitsrat getroffen wurden. Aber die Bundeskanzlerin hat da auch nicht versucht, ihn entsprechend von abzuhalten, nicht wahr? Sie ist heute ja immer noch die Bundeskanzlerin und auch nicht der Verteidigungsminister damals hat da irgendetwas unternommen. Das heißt, wir haben hier einige Probleme, die tiefer liegen. Wir sind zurückgeschritten, es gab einen Rückschritt und wenn das Kosovo als Problem heute noch auftauchen würde, dann glaube ich nicht, dass Deutschland damit auf ähnliche Art umgehen würde wie vor 15 oder 14 Jahren. In Libyen hatten wir eine entsprechende Resolution von dem Sicherheitsrat. Und das hatten wir ja im Kosovo noch gar nicht. Also zunächst einmal wüsste ich gerne, wie Sie darauf reagieren, auf sozusagen meine Gegennarration. Und wenn die auch eine gewisse Gültigkeit hat, dann ist das natürlich etwas, was ich befürchte. Ich hoffe, ich habe damit Unrecht. Also
Wie können wir das erklären? Ist das ein dauerhafter Sonderweg der Passivität und nicht ein Sonderweg der Stärke oder des Selbstbewusstseins? Ist das etwas, das ich manchmal die dritte Generation nenne, des Interesses an den Sünden der Großväter und der Großmütter, also dieses Syndrom der dritten Generation. Die erste Generation, die die Ereignisse erlebt hat, möchte die vergessen. Die zweite Generation möchte neu aufbauen und neu anfangen. Und die dritte Generation, die stellt dann schwierige Fragen zum Thema Auschwitz, Holocaust und so weiter. Oder ist das tatsächlich die erste Generation nach dem Kalten Krieg, die die Sicherheit und Verteidigung nicht mehr ernst nimmt? Also ich habe ja auch dem zugehört, was Sie gesagt haben, nicht wahr? Beata Pekska. Das ist ja nur eine Hypothese, die ich hier aufstelle. Oder ist das sozusagen der lange deutsche Schatten des Irak? Ich sage jetzt deutscher Schatten, denn in Frankreich hat ja dieser Schatten nicht so eine Rolle gespielt, zumindest hat er uns nicht entsprechend zurückgehalten. Also drei Kommentare. Zunächst einmal zum Erinnern. Ich stimme voll und ganz mit dem zu, was Professor Wenkler gesagt hat, das Risiko der Instrumentalisierung und so weiter. Aber natürlich kann man nicht der Erinnerung entkommen, selbst wenn wir sie nicht instrumentalisieren möchten im Falle Kosovos. Gab es eine große Debatte in Deutschland in Bezug auf die Elemente der Erinnerung, die den Vorrang haben sollten? Die Erinnerung an das Dritte Reich als aggressive Macht oder die Erinnerung an Auschwitz als etwas, wo die Welt nichts dagegen unternahm in guter Zeit? Und dann hat sozusagen diese zweite Option den Vorzug erhalten vor der ersten. Im Falle Libyens, da möchte ich jetzt mal jüngere Ereignisse angehen, da war es in Frankreich so, dass Sarkozy, das ist nicht mein Lieblingspolitiker, Sarkozy sagte als eine der grundsätzlichen Rechtfertigungen für die Tätigkeit Frankreichs, und er hat das ernst gemeint, er war da nicht instrumentalisierend tätig, denn nicht jeder hat verstanden, was er gesagt hat und was er meinte. Und es gab sehr viel Störgeräusche. Aber er sagte, er könnte ein neues Srebrenica und Benghazi verhindern. Und weil ich das tun kann, werde ich das tun. Und das letzte Mal, als wir es konnten, haben wir es nicht getan. Also die Erinnerung spielt immer eine Rolle und sie spielt umso mehr eine Rolle, wenn man einen Gegner hat, und dieser wurde ja von vielen hier gut beschrieben, und das ist ein Gegner wie Putin, und der bringt die Erinnerung zurück, die Erinnerung an Barbarossa, die Erinnerung an den Faschismus, die Erinnerung an den Antisemitismus und instrumentalisiert das Ganze über alle Maßen, und das ist etwas, was wir nicht einfach zulassen dürfen. Wir müssen hier offensiv vorgehen, wir müssen stark sein und wir müssen auch erinnern an Molotow-Ribbentrop, wie Sie das gemacht haben, Herr Professor Winkler. Der sowjetische Antifaschismus, großartig. Das ist wirklich eine großartige Geschichte. Die Sowjetunion hat nicht das Dritte Reich angegriffen. Das Dritte Reich hat die Sowjetunion angegriffen. So war das. Aber das ist nicht ein Beweis für den Antifaschismus der Sowjetunion. Das ist nur ein Beweis für den Antisowjetismus des Dritten Reiches. Das ist nicht exakt das Gleiche. Und was nun das Erinnern an den Holocaust angeht, da könnte man natürlich viel kommentieren darüber, wie mit dieser Erinnerung umgegangen wurde in der Sowjetunion, aber auch im jetzigen Russland. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Medien hier ist, aber ich möchte unsere Medien sehr engagiert wissen im Kampf um die Erinnerung, so stark, wie das die Russen im Augenblick sind und die russischen Medien. Ein zweiter Kommentar. Wir haben einen großen Vorteil. Unsere Narration, unsere Geschichtsschreibung ist sozusagen überprüft worden von den großen Historikern. Die ist einfach wahr. Und diesen Vorteil haben wir. Wir leben in einer offenen Gesellschaft.
Wir können nicht einfach das sagen, was uns in den Sinn kommt. Und das ist auch eine Stärke. Ein zweiter Kommentar, ganz kurz. Die Krise in der Eurozone. Die akut marktgetriebene Phase der Krise ist jetzt hinter uns, sagten Sie. Und nun sind wir sozusagen in der politischen Phase der Krise angekommen. Und das ist das Problem. Die Wähler akzeptieren einfach nicht mehr die Wirtschaftspolitiken, die entsprechend ihnen aufgedrückt wurden durch ihre Regierungen. Und ich sage Regierungen im Plural. Ich gebe jetzt nicht der französischen Regierung einen Freibrief und sage, Mensch, das ist nur die Schuld der Deutschen. Das ist nicht nur die Schuld der Deutschen. Aber die politischen Maßnahmen, die werden nun abgelehnt von unseren Wählern. Und genau das passierte in Frankreich am Tag der Wahlen. In Europa. Und nun sind wir in einer Phase, wo Politiker rechts und links sagen, und Madame Le Pen ist da sicherlich die Spitzenkandidatin in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und wenn das nicht eine echte Krise ist, dann weiß ich nicht, was eine wirkliche Krise sein sollte. Und der vierte und letzte Kommentar, Ukraine, Russland. Ich habe das bereits erwähnt, aber ich werde da noch so ein bisschen was dazu sagen. Einige sagen, dass dies nicht eine Rückkehr zum Kalten Krieg ist, und da haben sie recht. Sie haben das nicht getan, ich habe das nicht getan, und wir sind auch gut beraten, nicht auf den Kalten Krieg zu rekurrieren. Also Putin, der war ja zurück vor dem Kalten Krieg, und die Annexion war etwas vor 1945 in den traditionellen Reichen. Die letzte Annexion in Europa fand statt unmittelbar nach 1945. Aber er geht sehr viel weiter in die Geschichte zurück. Das wollte ich damit sagen. Und manchmal wird ja auch behauptet, dass es bei dem nur um Brutalität und Macht geht und um das Großrussland. Natürlich geht es um Macht, da habe ich keine Zweifel. Es geht auch um das russische Reich sozusagen. Aber zunächst einmal würde ich nicht Putins Brutalität in den Vordergrund stellen. Putin wendet nicht die maximale Gewalt an, sondern die minimale Gewalt, zum Beispiel im Falle der Krim. Das war eine Meisterleistung, ein Meisterstück des minimalen Einsatzes von militärischer Gewalt, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Dieser Mann ist wirklich sehr schlau. Die Russen würden das einen Seriosny Tscheluwek nennen, einen ernsthaften Mann oder einen ernstzunehmenden Mann. Und ich wünschte, wir wären so ernstzunehmend, wie er es ist. Und ich möchte noch etwas weiteres sagen. Es geht hier nicht nur um großrussische Streben oder strategische Klugheit. Und die Worte, die ich jetzt sage, sind vielleicht ein bisschen schockierend. Es geht hier auch um das Wertesystem. Und jemand sagt jetzt vielleicht, naja, das ist nicht so wie der Kalte Krieg, denn da ging es ja um die Wertesysteme und nun ist es nicht so. Aber Putin ist natürlich kein Kommunist, aber er hat dennoch ein Wertesystem. Er ist politisch autokratisch und sozial reaktionär und wirtschaftlich illiberal. Und das ist natürlich ein Wertesystem. Und das hat auch gewisse Vorteile. Die Chinesen mögen das sehr. Es gibt viele Diktatoren, die das sehr mögen. Und auch viele der reaktionäreren Kräfte in unseren Gesellschaften mögen dies auch. In Frankreich, in Deutschland, da gibt es Leute wie ihn. Die Alternative für Deutschland, die wurde erwähnt, da werde ich mich nicht weiter einmischen, aber in Frankreich gibt es Marine Le Pen. Und schauen wir mal nur den Leitartikel im Le Figaro an. Das ist ja sozusagen eine nicht extrem rechte Tageszeitung, sondern sozusagen Mitte rechts angesiedelt. Und da stehen die nicht alleine da mit dieser Meinung. Also als Schlussfolgerung möchte ich zunächst einmal das aufnehmen, was bereits als Empfehlung an Deutschland ausgesprochen wurde. Keine wankelmütige Politik gegenüber Russland und auch nicht gegenüber Frankreich. Pas d'alliance de revers. Das, so nennen wir das auf Französisch. Wir haben die Alliance de Revers vor 1914 gespielt, aus verschiedenen Gründen. Und während dem
während des Kalten Krieges haben wir das auch als Spiel gespielt, aber das müssen wir jetzt aufhören, beenden. Das ist natürlich nicht einfach. Und jetzt noch etwas ganz zum Schluss, das habe ich vergessen zu sagen, zur Instrumentalisierung der Politik des Erinnerns. Also, was beeindruckend ist in Bezug auf die Art, wie Putin die Erinnerung verwendet, ist, dass es nicht wir sind, die den Godwin-Punkt erreichen. Das ist der Punkt in einer Diskussion, wo man sozusagen den intellektuellen Bankrott erreicht. Und dann vergleicht man das, was man sagt, mit Hitler und Chamberlain. Ja, ja, das ist München. Also sie machen ja einfach wieder einen auf München. Oder das ist ja Appeasement. Das ist ja wie Polen 1933 oder Tschechoslowakei 1948 oder der Anschluss Österreichs. Und so weiter. Das sind nicht wir, die diesen Godwin-Punkt erreichen, sondern das sind Putin und seine Leute. Das sind diejenigen, die jetzt genau in diese Fallen geraten der Erinnerung. Und eine der interessantesten Veröffentlichungen war von Sergei Karaganov. Einige von Ihnen kennen ihn. Er war sozusagen einer der intellektuellen Inspirationsquellen von Putin. Und er schrieb einen sehr interessanten Artikel in der britischen Presse, gerade jüngst. Und da hat er das heutige Russland interessanterweise verglichen mit dem Deutschland, das dann die Erfüllungspolitik beendete zwischen den beiden Kriegen. Und sagte in dem Artikel, dass Russland, so wie Deutschland nun agiert, als Deutschland den Versailler Vertrag ablehnte. Das ist ein sehr interessanter Vergleich, aber persönlich erschreckt mich das natürlich zutiefst. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Jetzt die amerikanische oder vielleicht sage ich besser die transatlantische Perspektive, Frau Klüber. Ja, ich muss mich den Danksagungen meiner Vorredner anschließen. Es ist immer wieder schön, zu Hause zu sein. In meinem zweiten Zuhause, aber eingeladen worden bin ich nicht wegen meines roten Passes, sondern wegen meines blauen. Und ich gebe mir Mühe, meine Personalpronomina nicht zu vertauschen und ständig von wir und wir zu reden, damit sie auch noch mitkommen. Das ist ein kleiner Eigenschlag von mir, denn ich identifiziere mich mit beiden Seiten und mit der Empathie für beide Seiten und für die transatlantischen Beziehungen ganz, ganz allgemein. Das heißt, jetzt geht es auf Englisch weiter. Also vielen Dank. Ich stimme vielen der Punkte zu, die Sie genannt haben. Ich habe mir drei Buchstaben ausgeschrieben. Drei Buchstaben, und zwar ist das englische Wort Yes, zu dem, was Sie gesagt haben. Also eine Sache, über die wir nicht sehr viel gesprochen haben, und es wäre schön, wenn wir darüber sprechen, ist Folgendes. Die Debatte, dass Deutschland Teil des Westens ist, ist keine Debatte, die man in den USA hört, jedenfalls nicht ständig. Und wenn das wirklich eine funktionierende und echte Debatte hier in Deutschland und in den Medien ist, dann ist das etwas, was keine Resonanz in den USA findet. Deshalb möchte ich zurückschauen auf einen Teil der Geschichte, den Sie ausgelassen haben. Das ist sozusagen das Hintreiben zu einem freien Europa. Denn als wir in den Verhandlungen standen, dahingehend, was ein wiedervereintes Europa ausmachen sollte, wie es aussehen sollte, da hatte man diese gesamte Gruppe der deutschen politischen Elite, die ganz ehrlich die Neutralität forderte und die ganz ehrlich kontemplierte darüber, wie Deutschland mit 80 Millionen Menschen aussehen würde im Zentrum Europas eines Tages. Und es wurde den Amerikanern überlassen, James A. Baker, dem Dritten und Janice Ross, den Helsinki Final Act auszugraben und zu sagen, schauen Sie, Herr Gorbatschow, Präsident Gorbatschow, Sie sollten in der Lage sein, selbst zu entscheiden. Und das ist Teil des Helsinki Final Acts. Und das vereinte Deutschland entschied sich dann für den Westen, unterstützt von den Vereinigten Staaten, und unterschrieb dann
letztendlich dieses freie Europa und strebte danach. Was man heute noch nicht vollkommen sieht und vollkommen versteht, weil Amerika letztendlich herausgefordert wird, über den Atlantik hinweg mit neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Und das ist natürlich ein Problem für die Außenpolitik Obamas, aber man kann es auch ganz klar sehen im Asien-Pazifik-Bereich, weil die Außenpolitik der USA keine starke und eindeutige Doktrin mehr hat. Es geht letztendlich um Grundwerte. Sie haben ja diese Wertedebatte angesprochen. Wird die USA von Pragmatismus getrieben und von Allianzen und potenziell auch von einer Ungeduld, die internen Debatten durchzustehen, die die Alliierten führen und haben. Also ich würde behaupten, dass die deutsch-amerikanischen Beziehungen auf der anderen Seite, also in Washington D.C., immer noch gesehen werden als unerlässlich. Und sie sind zwei unerlässliche Nationen, und zwar aus unterschiedlichen, aber ähnlichen Gründen. Was die USA von Deutschland erwarten und immer seit Jahren schon erwartet haben, ist natürlich eine verlässliche Außenpolitik. Und ja, sie erwarten natürlich auch Führerschaft. Und wenn man Leadership ins Deutsche übersetzt, dann stellen sich meine Nackenhaare auf, aus klaren Gründen, denke ich. Aber das ist nicht die Definition, die die USA meint, wenn man von einer Führerschaft spricht von Seiten Deutschlands. Sie wollen deutsche Kreativität, deutsche Innovation. Diese Debatte zwischen dem, sollten wir die Fluttore der militärischen Baracken öffnen und die deutschen Soldaten in die Welt schicken, in voller Ignoranz des deutschen Grundgesetzes, des Artikels 24, Paragraph 2, das wird nicht geschehen. Auch wird Deutschland sich nicht ausschließlich verlassen auf die diplomatische Kraft, so hoffe ich jedenfalls. Deutschland braucht ein integriertes Verständnis der eigenen außenpolitischen Instrumente aus Washington-Perspektive. Es geht um Diplomatie, es geht um Entwicklungspolitik und natürlich es geht auch um Verteidigungspolitik. Aber in dem Wissen und in den Parametern der deutschen Legalität innerhalb des Völkerrechts und innerhalb der existierenden Allianzen muss dies geschehen. Das heißt, während Deutschland Zeit braucht, um sich darüber Gedanken zu machen und dankbarerweise passiert genau das jetzt. Jetzt sage ich schon wieder, wir unter dem neuen deutschen Außenminister und wir haben auch viele der Gedanken hier bereits gehört. Also es geht um eine strategische Neuorientierung, dahingehend, welche strategischen Interessen Deutschland hat. Was ist eine lebenswerte und mögliche Außenpolitik Deutschlands? Deutschland steht hierbei mit den ganzen Realitäten oder ist konfrontiert mit den Realitäten, die wir hier diskutiert haben. Es geht nicht nur um die Außengrenzen im Osten. Im Norden sehen wir, wenn wir den NATO-Gipfel in Cardiff haben. Dort werden wir die arktische Politik auch diskutieren, denn Herr Putin wird genau dort sein und sich auch dort Territorium unter den Nagel reißen. Das ist die nächste Frontier. Das ist der nächste Konflikt. Es geht also um ein internationales Machtspiel. Gleichzeitig leben wir in einer unglaublich miteinander verwobenen Welt, in der und aus der oder von der Deutschland profitiert hat. Unglaublich profitiert hat. Das muss man immer wieder herausstellen, denn wir, die Deutschen, sind die Empfänger so vieler Vorteile dieser Verwobenheit. Aber das macht eine Definition der unterschiedlichen Strategien mit dem Osten und den Gedanken, wie eine Außenpolitik nach Osten aussehen soll und welche zukünftigen deutschen Beziehungen mit Russland, wie diese aussehen, all das macht das viel schwieriger. Das heißt, ich denke, das ist eine Debatte, die wir immer noch führen müssen in diesem Land. Warum müssen wir diese Debatte hier führen? Das führt uns dazu zurück, was Herr Füchs bereits gesagt hat in seiner Einführungsrede. Und das ist wahrscheinlich wirklich der beste
Ort hier, an dem man das diskutieren kann. Man hat ja unglaublich viele Leute hier, die das mit beiden Augen sehen. Wir sehen dieses entkoppelte Narrativ in der deutschen Öffentlichkeit. Die deutsche Öffentlichkeit hat große Schwierigkeiten, das zu verstehen, was wir in den USA sehen. Dass man also Waffenexporte um 25% erhöhen kann innerhalb eines Jahres an sehr fragwürdige Akteure international und dann aktiv sagen kann, wir ziehen uns aus der Außenpolitik zurück. Und dann alles zu nutzen, was man außenpolitisch instrumentell zur Verfügung hat. Ich verstehe das nicht. Und ich bin auch eine deutsche Wählerin. Es gibt wirklich einige wirklich große Inkonsequenzen. Und es ist kein Wunder. Und Sie erfahren genau das, was Sie beschrieben haben, dass man hier dieses demokratische Defizit und diese demografische Entkopplung sieht. Wenn 17,6 Millionen Menschen sich entscheiden, nicht zu wählen in den letzten Bundestagswahlen, dann ist das ein Problem. Das ist ein Problem für die Außenpolitik. Das ist ein Problem für die öffentliche Politik. Man erklärt die Ziele nicht so, wie man sie hat. Denn Sie wissen ja, dass Deutschland außenpolitische Ziele hat. Diese werden aber nicht erklärt. Das heißt, die transatlantische Partnerschaft, und das würde auch der transatlantischen Partnerschaft helfen, bestimmte Überreste zu verarbeiten und zu überwinden. Das Beste, was sie nach Washington schicken konnten, war Wolfgang Ischinger. Denn jedes Mal, wenn er kommt, spricht er davon, wie tief das Vertrauen ist zwischen Deutschland und den USA, trotz des NSA-Skandals. Die USA müssen das immer wieder hören und sie müssen es weiter hören, dass das ein Problem war. Also man kann pragmatisch an dieses Problem herangehen. Man muss gemeinsame Ziele abstecken und diese Beziehung weiterentwickeln. Denn, Gott weiß, aufgrund dieser gegenseitigen Verwobenheit brauchen wir genau das. Was die Amerikaner noch verstanden haben, und das müssen die Deutschen immer noch verstehen, ist die Interverwobenheit der Außenpolitiken. Ich bin heute an einem Café vorbeigelaufen und habe einen Artikel im Tagesspiegel gelesen über Minister de Maizière. Der hat gewarnt, dass es ISIS-Kämpfer geben kann hier in Deutschland, eine Terrorwarnung. Da gibt es also eine ganz klare Beziehung zwischen dem, was wir tun oder nicht tun in der Außenpolitik und wie sich das ausspielt an unseren eigenen Grenzen und in unserem eigenen Land. Nun, wir fragen uns, warum die Amerikaner den NSA-Skandal nicht so betrüblich finden. Nun, als der 11. September geschah, hat das eine riesige Wunde aufgerissen in den USA und wir in Europa haben das überhört. Nein, wir hatten ja Generationen und Jahrhunderte von Krieg. Wir hatten dieses Narrativ, das wir durcharbeiten. Aber die Amerikaner haben das nicht gefühlt. Aber dann haben sie es gefühlt. Als sie es fühlten, da haben sie ihre bürgerrechtlichen Freiheiten aufgegeben in einer Art und Weise, dass die NSA-Situation nicht so viel Anklang fand wie hier. Ist das richtig oder falsch? Nein, ich stimme dem nicht zu, das können wir diskutieren. Aber die Empathie muss gezeigt werden, um diese Unterschiede zu verstehen. Diese Empathie wird gebraucht, um die Beziehung zwischen der Außenpolitik und der Politik. Diese ist nicht mehr lokal, ob man in Chicago lebt oder ob man in Charlottenburg lebt. Das heißt, das Verständnis, dass es Auswirkungen gibt, international, wenn man also aktiv wird oder untätig bleibt, das muss sowohl der deutschen und auch der amerikanischen Öffentlichkeit klar gemacht werden, kommuniziert werden, damit die entsprechenden Ängste abgebaut werden können. Damit man also dieses Demokratiedefizit abbaut, das auf beiden Seiten existiert. 83% der Amerikaner wollen kein Militärengagement mehr sehen. Man hat aber dennoch 20.000 Spezialeinheiten in North Carolina, die jetzt bereitstehen für den Irak. Denn die Amerikaner sagen, wenn wir es nicht tun, wer wird es dann tun? Und die Amerikaner können nicht das Gefühl haben, dass das Leben ihrer Soldaten, ihrer Veteranen weniger wertvoll sind als das Leben der Alliierten auf der anderen Seite des Atlantiks. Wenn das eine Partnerschaft ist und wenn wir die gleichen Effekte über die Zeit spüren. Das heißt, das sind einige Gedanken, die ich teilen wollte. Die USA braucht ein aktives Deutschland. Die USA braucht ein Deutschland, das kreativ eine Führungsrolle übernimmt.
dahingehend, wie diese unterschiedlichen außenpolitischen Elemente zusammengebracht werden können, wie ein Unterschied bewirkt werden kann, um die pluralistischen, multikulturellen Werte zu schützen, das Menschenrechtsnarrativ zu schützen, das ja immer noch in gewisser Hinsicht oder das immer noch das Fundament des Westens ist. Und genau das macht diese Partnerschaft so unerlässlich. Und deshalb müssen wir diese Probleme zusammen angehen und bearbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Nächste in der Reihe ist jetzt Cem Özdemir, bevor wir Professor Winkler nochmal die Möglichkeit geben, die verschiedenen Beiträge zu kommentieren, auf sie einzugehen. Cem, das war jetzt so viel Stoff und so viel Herausforderung an die Außen- und Sicherheitspolitik der Grünen, dass ich jetzt darauf verzichte, dich noch weiter zu quälen. Ich bin gespannt. Ja, erstmal will ich was sagen, was der Ralf nicht sagen darf. Sie waren ja so nett und haben uns gelobt dafür, dass so viele Leute sich hier versammeln in Berlin und sich für Außenpolitik interessieren. Ich glaube, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass die Böll-Stiftung das seit 15 Jahren macht und das auf sehr hohem Niveau macht. Insofern auch ein herzlicher Dank, Ralf, an dich und deine Leute hier, die das wirklich so toll jedes Jahr organisieren. Zum Zweiten wollte ich sagen, nachdem ich Professor Winkler zugehört habe, das, was Sie gerade gesagt haben mit Yes, das hätte ich auf Deutsch oder einer anderen Sprache auch drunter schreiben können und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass man dann im Prinzip einen Punkt setzt und sagt, das ist der beschriebene Konsens der deutschen Außenpolitik, der deutschen Europapolitik. Nur leider ist es nicht so. Das, was Sie gesagt haben, Professor Winkler, würde im Idealfall im Prinzip den Konsens beschreiben des Nachkriegsdeutschlands, wie wir uns positionieren. Aber dem ist nicht so. Und das ist, das haben Sie in Ihrer Rede gesagt, nicht nur von den üblichen Verdächtigen in Frage gestellt, sondern auch da haben wir eine dramatische Veränderung in der deutschen Debatte. Das ist zum einen in Frage gestellt von übrigens nicht allen, da muss man glaube ich auch ein bisschen fair sein, aber von der Mehrheit derer, die da gerade den Ton angeben, bei der Linkspartei. Aber es ist eben auch in Frage gestellt vom einen oder anderen Vertreter derjenigen, die eigentlich aus der Tradition von Konrad Adenauer stammen, also diejenigen, die eigentlich historisch sich durchgesetzt haben und Recht hatten in der deutschen Nachkriegsgeschichte, was die Westanbindung angeht, was die europäische Ausrichtung angeht, was das transatlantische Bündnis anging. Und da bröckelt es gegenwärtig, wenn man sieht, dass derjenige, der für transatlantische Beziehungen zuständig war in der Bundesregierung, dann zu einer Sause geht mit Herrn Putin und der Beauftragte war für die transatlantischen Beziehungen. Das hätten übrigens mal wir machen sollen unter 7 Jahren rot-grüner Zeit. Da hätte ich gern mal gesehen, was los gewesen wäre. Oder wenn man eben sieht, es wurde vorher angesprochen, die Libyen-Entscheidung. Das war eben nicht nur Herr Winkler, Westerwelle. Das ist, glaube ich, so ziemlich die schlimmste Beleidigung, die man ihn antun kann. Das war eben nicht nur Herr Westerwelle, sondern es war tatsächlich die gesamte Bundesregierung und damit auch die Bundeskanzlerin. Übrigens dieselbe Bundeskanzlerin, nur fürs historische Gedächtnis, die ja, als wir regiert haben und Herr Schröder in den USA war, damals ein Op-Ed geschrieben hat in den USA, wo sie die Bundesregierung angegriffen hat, dafür, dass wir nicht bereit waren, in den Irak mitzugehen. Was sich, glaube ich, jetzt im Nachhinein gesehen als mehr als richtige Entscheidung erwiesen hat. Auch das sei zur historischen Wahrheit halber gesagt, dass die transatlantische Solidarität ja eine sehr selektive ist bei Frau Merkel und bei dem Teil, der da gerade das Sagen hat bei den Christdemokraten. Als in der Situation, wo es zu keinem Zeitpunkt um eine deutsche Beteiligung ging, sondern ausschließlich um eine Geste der Solidarität, einerseits europäisch mit unserem wichtigsten europäischen Verbündeten, mit Frankreich und mit Großbritannien und andererseits transatlantisch mit den USA. Im Fall von Libyen haben wir uns der Stimme enthalten und im Fall vom Irak hätten wir der Dame gefolgt, mit deutschen Soldaten daran möglicherweise beteiligt. Also die Logik muss man mir erst erklären und auch das war sehr gut, dass Sie das gesagt haben. Die gleichen Skrupel, die da jetzt gerade bei dieser sogenannten Kultur der Zurückhaltung genannt werden, die haben dieselben Damen und Herren ja nicht, wenn es um Rüstungsexporte geht. Da sind wir geradezu Weltmeister bei Rüstungsexporten. Die Skrupel gibt es immer nur dann, wenn es um die Frage geht, wie unser Wertekorsett in der Außenpolitik eigentlich ist und wo wir
dazugehörig sind. Und da gibt es tatsächlich Diskussionsbedarf. Der Diskussionsbedarf beschränkt sich nicht nur auf den Deutschen Bundestag, der beschränkt sich auch auf die öffentliche Debatte. Der umfasst auch die Intellektuellen dieser Republik, der umfasst auch die veröffentlichten Meinungen. Das sieht man aktuell an den Reaktionen auf die Gauck-Rede und auf die Gauck-Äußerungen. Ich meine, ich bin da ja auch ein paar Mal gefragt worden, man kann gar nicht so viel korrigieren, wie man immer falsch gefragt wird. Das im Prinzip ist immer damit beginnt, als ob er jetzt quasi gesagt hätte, dass Deutschland ab jetzt nur noch militärisch intervenieren soll. Ich meine, so weit beherrsche ich, glaube ich, die deutsche Sprache, dass Ultima Ratio in der deutschen Sprache relativ klar definiert ist, was damit gemeint ist. Auch das verrät, glaube ich, viel über den Diskussionsbedarf, den wir hier haben. Auch das will ich ausdrücklich sagen. Ich rate auch dazu, das liegt vielleicht auch daran, dass ich erstens nicht immer deutscher Staatsbürger war, zweitens einer anderen Generation angehöre. Mit dem Rückgriff auf den Nationalsozialismus würde ich dringend dazu raten, in jeder Beziehung und auf jeder Seite der Debatte sich zurückzuhalten. Das ist meines Erachtens auch nicht notwendig. Ich finde, für die Begründung der Position im Fall von Kosovo war das nicht notwendig, weil es aus sich selbst heraus so deutlich war, was da auf dem Spiel stand, dass es nicht notwendig war. Aber das eine will ich schon sagen. Und ich glaube, das ist das Problem derer, die da immer wieder eben einen Teil der Lehren aus 1945 ziehen. Die Lehre aus 1945, aus dem Zusammenbruch, aus Auschwitz, die kann nicht nur sein, nie wieder Krieg. Sondern dazu gehört nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Wenn man das eine vom anderen trennt, dann kommt man aufs Glatteis. Und das ist eines der Probleme, das wir in der aktuellen Debatte haben, dass der Konsens aus dem Nationalsozialismus, wenn, dann sein muss, nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Und dann landet man automatisch bei der Debatte, da höre ich dann auch besser auf, weil Sie die viel besser führen können, mit der verspäteten Nation, mit der Frage Thomas Mann, Heinrich Mann. Da landet man automatisch bei der Frage, wie ist unser Verhältnis zu den Werten der Französischen Revolution? Landet man bei der Frage, die Sie angesprochen haben, 1914, wo da eben viele deutsche Intellektuellen standen. Und bei dieser Tradition der deutschen Geschichte, unser Verhältnis zur Freiheitstradition. Diese Debatte, die steht nach wie vor auf der Tagesordnung oben und muss meines Erachtens debattiert werden. Zum Schluss, was würden wir anders machen? Wir würden ja auch nicht alles anders machen. Im Fall der Ukraine ist klar, da kann man, glaube ich, das darf ich auch als Oppositionspolitiker sagen, muss mir geradezu dankbar sein, dass der gegenwärtige Außenminister Steinmeier heißt und eben nicht von der Partei ist, deren Namen ich jetzt vergessen habe, FDP ist sie, glaube ich, da muss mir geradezu dankbar sein. Aber auch da will ich mal sagen, ich meine, wenn es noch eines weiteren Arguments bedurfte, warum wir dringend mit Herrn Putin eben nicht als 28 Nationalstaaten verhandeln dürfen, sondern in einer starken Europäischen Union, mit einem starken Außenminister oder einer starken Außenministerin, dann ist es doch das, was wir in der Ukraine erlebt haben. Also muss doch eine Lehre sein aus diesen Ereignissen, dass wenn es jetzt um die Frage geht, wer wird Kommissionspräsident, wer wird Ratspräsident, wer wird künftig, wir müssen das ja hohe Beauftragte für auswärtige Politik nennen, halte ich mich mal an die Spielregeln, wer wird das? Wären das Leute, die was zu sagen haben? Im Zweifelsfall vielleicht auch etwas, was Frau Merkel nicht gefällt? Oder wird es nach wie vor so sein, dass man in nationalen Hauptstädten anrufen muss, um zu erfahren, was die Position der europäischen Politik ist? Das liegt jetzt an uns, das liegt jetzt eben auch an den nationalen Regierungen, wie sie da die Personalpolitik machen. Da kann man viel verändern. Und eine der Konsequenzen muss dringend sein, das haben viele von uns vor vielen Jahren schon gesagt, die Böll-Stiftung hat auch dazu in weiser Voraussicht schon sehr früh eine Studie gemacht, europäische Energiepolitik. Das ist etwas, was Herr Putin verstehen würde, wenn die Europäische Union künftig mit Gazprom eben als EU-28 verhandeln würde und wir uns auch da nicht gegeneinander ausspielen würden. Auch da gibt es eine Menge, was wir tun können. Und natürlich gehört für mich da auch dazu, dass ein Bundeswirtschaftsminister eben auch Gebrauch macht vom Außenwirtschaftsgesetz, wenn es beispielsweise darum geht, dass ein Unternehmen wie Gazprom sich hier strategische Vorteile verschafft. Ich meine, es ist so nachgerade absurd, dass man gegen 50 Leute in Moskau Sanktionen verhängt, aber Gazprom hier schalten und walten kann, wie es will, und ein Wirtschaftsminister sich weigert, Gebrauch zu machen von den Instrumenten, die uns unsere Gesetze ja schließlich anbieten. Also da würden wir sicherlich, lieber Ralf, weitergehen. Der wichtigste Beitrag, glaube ich, wäre,
dass man die deutsche Außenpolitik und die Vertretung deutscher Interessen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Stärkung der Institutionen machen würde. Das ist, glaube ich, da, wo unsere Interessen am besten aufgehoben sind. Starke EU, starke OSZE, starke Vereinten Nationen, da müssen wir uns, glaube ich, stärker einbringen. Vielen Dank. Und jetzt Professor Winkler, ich meine, das war natürlich jetzt eine Einladung für ein zweites Referat. Vielleicht kann ich Sie davon abhalten und bitten, dass Sie sich auf ein paar zugespitzte Themen konzentrieren, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für die Diskussion. Also ich versuche das so etwas vulgär hegelianisch jetzt aufzugreifen und meine Replik in drei Punkte zu gliedern. Ich habe mir von Stanley Hoffmann das schöne Wort gehört, an der Dreigliederung von Vorträgen bzw. Diskussionsbeiträgen erkenne man den Vulgär-Hegelianer. Also, erster Punkt, ich möchte gern auf die von Herrn Heisburg aufgeworfene Frage eingehen, inwieweit es einen progressiven, ja geradezu linearen Lernprozess in Deutschland gegeben hat. Er hat völlig recht, wenn er dahinter ein Fragezeichen setzt, denn die Debatte um die Stimmenthaltung im Sicherheitsrat im März 2011 anlässlich der Libyen-Abstimmung war ja nicht irgendwie ein Ausrutscher, sondern stand ihrerseits bereits in einer gewissen Kontinuität, und das war in der Tat nicht die Einzelentscheidung des damaligen Außenministers, sondern alles war abgestimmt mit der Kanzlerin und dem Verteidigungsminister, darüber hinaus auch den Spitzen der Oppositionsparteien. Und das Ergebnis war eine Selbstisolierung der Bundesrepublik, wie es sie zuvor noch nicht gegeben hatte. Das schließt übrigens eine Kritik an der Handhabung des UN-Mandats keineswegs aus. Es ging zunächst einmal um die unmittelbar bevorstehende völkermordartige Vernichtung der Bevölkerung von Benghazi. Und die Zustimmung des Sicherheitsrats war nicht nur in der Sache gerechtfertigt, sondern sie war notwendig und legitim, aber die extensive Ausdeutung des Mandats danach durch Frankreich, Großbritannien, die USA, die hat natürlich viele Folgelasten zur Folge, einschließlich der Schlussfolgerungen, die auch in Moskau daraus gezogen wurden. Also das erleichtert Putin seine Argumentation hinsichtlich der westlichen Auffassung von Völkerrecht jedenfalls sehr. Und auch da hat man Anlass zu selbstkritischen Betrachtungen. Kurzer Hinweis auf eine glänzende Analyse der Vorgeschichte der deutschen Entscheidung. Das ist ein Aufsatz von Andreas Rinke in der Internationalen Politik 2011. Da wird klar, wie sehr das damals eine konsensfähige Entscheidung war. Also Counter-Narrative, ja, das gibt es, und wenn man das Deutschland der Umfragen sich ansieht, kann man nur erschrecken, dass es in der sogenannten politischen Klasse anders aussieht, dass es da einen relativen Konsens gibt, ist auch nichts, worauf man sich ausruhen darf, sondern auch diese Veranstaltung ist ja wohl zu sehen als Beitrag zu einer höchst kontroversen und offenen Diskussion, und finden wir uns nicht damit ab, dass noch prekäre Mehrheiten die Konsequenzen aus der Westbindung bejahen. Das kann sich ändern, vor allem dann, wenn es aus der Auseinandersetzung im Bundestag oder von Seiten der sogenannten politischen Klasse auch zu wenig Richtungsangaben gibt. Das spiegelt sich ja auch in Umfragen wider, dass uns große Debatten in den letzten Jahren von, in Anführungszeichen, oben nun wirklich erspart worden sind. Und das ist ein Vorwurf, der nicht ausschließlich die jeweiligen Regierungsparteien trifft. Mein zweiter Punkt betrifft das Stichwort von Frau Klüber, National Interest, Strategic Interest of Germany. Ich würde das nicht zu national interpretieren wollen, sondern fragen, kann es überhaupt legitime National Interest, kann es über legitime deutsche Interessen geben, wenn sie erkennbar dem widersprechen, was wir uns als europäisches oder
auch atlantisches, transatlantisches Interesse vorstellen müssen? Meine Antwort ist nein. Die Legitimität deutscher Interessen beweist sich daran, dass wir von vornherein in unsere Überlegungen aufnehmen die Frage, dienen wir damit dem von uns zunächst einmal zu denkenden, wenn nicht empirisch nachweisbaren Gesamtinteresse Europas und des Westens. Das aufzunehmen in jeder Analyse scheint mir geradezu ein a priori zu sein. Und von daher klären sich manche Fragen, auch die, die sich aus bestimmten materiellen Interessen eines erheblichen Sektors der deutschen Unternehmerschaft ableiten lassen, etwa im Zusammenhang mit der Energiepolitik und im Zusammenhang mit der Einschätzung der Bedeutung unseres Verhältnisses zu Russland. Der dritte und grundsätzlichste Punkt, der betrifft das, was unter dem Stichwort Politics of Memory, wie gehen wir mit der Vergangenheit um, zu diskutieren wäre. Ich glaube, dass ein verantwortlicher Umgang mit der Vergangenheit, und zumal einer so prekären Vergangenheit wie der deutschen, immer darauf abzielen muss, verantwortliches Handeln in der Gegenwart möglich zu machen, uns frei zu machen für verantwortliches Handeln. Denn wenn wir uns durch die Vergangenheit lähmen ließen, dann würden wir erneut schuldig werden. Man könnte auch mit den Kategorien von Sigmund Freud sagen, es gibt den fundamentalen Unterschied zwischen Melancholie und Trauerarbeit. Trauerarbeit versucht, eine schuldbeladene Vergangenheit aufzuarbeiten, um daraus Folgerungen zu ziehen, um frei zu werden für verantwortliches Handeln in der Gegenwart. Melancholie lähmt. Und diese Unterscheidung, denke ich, ist von immenser politischer Bedeutung. Was Cem Özdemir mir eben gesagt hat zu den tieferen Gründen für das, was er auch als eine Art deutscher Pathologie geschildert hat, diese Frage geht zurück in graue Vorzeiten. Die wahre deutsche Urkatastrophe war ja nicht der Erste Weltkrieg, sondern der Dreißigjährige Krieg. Und was daraus folgt, war ein nationales Trauma, eine wirklich panische Angst vor Unordnung, Chaos, Bürgerkrieg mit der Folge einer großen Empfänglichkeit für die Parole Ordnung geht vor Freiheit. Gefördert durch den aufgeklärten Absolutismus, gefördert durch eine deutsche Tradition, die alles Gute von oben erwartete und nach dem Motto The State can do no wrong sich gar nicht vorstellen konnte, dass Deutschland einmal aufhören würde, ein Rechtsstaat zu sein. Und das war genau die Situation, die dann 1933 eintrat. Also aus alledem folgt, wir werden nicht aufhören müssen, uns sehr kritisch und selbstkritisch mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir sollten uns immer bewusst sein, dass wir hier nicht einen vorhandenen Konsens zu artikulieren haben, sondern uns immer die Frage stellen müssen, wie müssten unsere Beiträge in der Diskussion sein, damit ein solcher Konsens in Klammer wieder, Klammer zu, zustande kommen könnte. Ein aufgeklärtes Verständnis von deutschen Interessen im Rahmen europäischer und westlicher Interessen, wie sich das aus der deutschen Geschichte begründen lässt. Vielen Dank. Ich würde gerne zwei kurze Fragen anschließen an Jutta Pengster und François Heisburg. Ich beginne mal mit François. Sagen in dem Bild, das Sie gezeichnet haben von der Entwicklung der deutschen Politik, erschien es ja so, als wäre die Bereitschaft zur Beteiligung an militärischen Einsätzen, Out-of-Area-Einsätzen, sozusagen der Prüfstein für internationale Verantwortung der Bundesrepublik und für Integration in die europäische und transatlantische Gemeinschaft statt eines deutschen Sonderwegs, der auf Passivität und Verweigerung beruht. Gleichzeitig, und es war, glaube ich, nicht zufällig, dass Sie sozusagen die Beteiligung an der Kosovo-Intervention als Klimax progressiven Entwicklung der deutschen Außenpolitik bezeichnet haben, von dem ab ist dann eine Rückentwicklung, eine Regression gab. Jetzt haben wir aber gleichzeitig ja
nicht gerade eine glänzende Bilanz und eine ermutigende Bilanz der großen militärischen Intervention der letzten 10, 15 Jahre. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch eine Rolle spielt in diesen Umfragen, die ich eingangs zitiert habe, einer wachsenden Skepsis der deutschen Öffentlichkeit gegenüber einer militärisch interpretierten internationalen Verantwortung. Also Afghanistan, sagen wir, steht auf der Kippe. In Libyen, bin kein Libyen-Experte, aber soweit ich das als halbwegs interessierter Zeitgenosse beurteilen kann, kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Erfolg war in Richtung State Building in Libyen, die Intervention. Vom Irak haben wir am Anfang schon gesprochen, wo sich die amerikanische Intervention in vielfacher Hinsicht als Debakel entpuppt hat. Völkerrechtlich, regional, politisch und humanitär. Also welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus diesen sehr ernüchternden Erfahrungen, was militärische Intervention und selbst wenn sie politisch-moralisch gerechtfertigt und von den Vereinten Nationen legitimiert ist, was sie bewirken kann. Ja, wenn wir auf die Resultate schauen und unsere Erwartungen, dass es diese Art von, sei es Responsibility to Protect oder Friedenserzwingung, tatsächlich zu einer nachhaltigen Befriedung führt und zu einem Fortschritt in Richtung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und State Building in diesen Ländern. Was ist die Schlussfolgerung aus diesen realen historischen Erfahrungen, die wir da gemacht haben? Die zweite Frage an Frau Pengsa. Sie als jemand, der seit vielen Jahren verantwortliche Außenpolitik betreibt. Wie verhindern wir bei aller notwendigen Bereitschaft gegenüber Russland entschiedener aufzutreten und eine Grenze zu ziehen, auch für die revisionistische Politik Putins gegenüber Osteuropa und Kaukasus. Wie vermeiden wir, dass wir zurückfallen in eine Art bipolares globales System, wo Russland jetzt Zuflucht sucht, wie erfolgreich das ist, wird man sehen, in einer Allianz mit China, in einer Allianz der autoritären Regimes, eines autoritären Kapitalismus, kann man auch sagen. Und auf der anderen Seite eine transatlantische Allianz. Ja? Und in einer Situation von massiven globalen Konflikten, ob das in Südostasien ist und im südchinesischen Meer oder ob das im Nahen und Mittleren Osten ist oder in östlichen Europa, ist das ja keine sehr vertrauensbildende Vorstellung, dass wir in eine Art bipolares Weltsystem rutschen. Das hätte zum Beispiel verheerende Auswirkungen auf die Vereinten Nationen. Wir könnten die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat als Ordnungsmacht vergessen. Also welche Ideen gibt es, welche Vorschläge gibt es, beides miteinander zu verbinden, die nötige Konfliktbereitschaft und das Festhalten an einem multilateralen und kooperativen, internationalen Sicherheitssystem. First of all, thank you for this excellent. Ganz herzlichen Dank für diese ganz exzellenten Fragen. Das war ja nicht nur eine Frage, das waren ja ganz viele Fragen, die da enthalten waren in dieser Clusterbombe, wenn ich das mal so nennen darf. Also zunächst einmal, warum
wird die Militärintervention sehr häufig als Marke verwendet, als Messlatte, insbesondere als Prüfstein in Deutschland oder in Frankreich. Aus einfachen Gründen. Die militärische Intervention birgt in sich per Definition ultimative Konsequenzen, nämlich Leben oder Tod. Und das bedeutet, dass die Solidarität, die stattfindet oder eben nicht stattfindet, diese hat sofort spürbare Konsequenzen. Und die sind anderer Natur in Bezug auf der psychologischen und politischen Auswirkungen. Die sind natürlich gleichermaßen wichtig oder andere wichtige Maßnahmen gibt es natürlich auch, Handlungen, wo die Konsequenzen einfach später eintreten oder nicht so sichtbar sind. Und deshalb ist die Militärintervention immer ein Prüfstein und wird auch so betrachtet in der Diskussion mit Deutschland, insbesondere von denjenigen Ländern, die so ein bisschen eine vorwärtsorientiertere Politik haben, als es Deutschland hat in Bezug auf Militärintervention. Das heißt nicht, dass sie recht haben, aber das ist sozusagen die Grundannahme oder die Grundeinstellung. Zweitens, der Einsatz von Militärgewalt ist nun einmal Teil der Möglichkeiten der Außen- und Sicherheitspolitik. Zumindest virtuell ist dies immer der Fall. Und man kann nicht eine effektive und effiziente Außen- und Sicherheitspolitik durchführen, selbst wenn sie besonders friedlich ist und friedlebend, wenn man von vornherein sagt, dass das Potenzial einer Nutzung von militärischer Gewalt absolut nicht ausgeschöpft werden wird. Also ich möchte jetzt von Twitter mal hier ein Beispiel bringen. Ich habe eine Twitter-Nachricht von Jean-Claude Juncker gelesen und das kürzlich. Und er sagte, dass das sehr wichtig wäre für Moldawien, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union schnell zu unterzeichnen. Und da habe ich zufällig ja eine Meinung mit ihm. Das ist sehr wichtig, denke ich auch. Aber ich habe eine Nachricht zurückgeschrieben. Und die lautete, gibt es überhaupt einen Notfallplan von den Verhandlern, also diejenigen, die gerade die Abkommen verhandeln, was machen wir eigentlich oder was machen wir nicht, wenn als Konsequenz der Unterzeichnung des Abkommens unsere guten russischen Freunde sich plötzlich entschließen, Transnistrien zu annektieren? Bedeutet das, dass wir dann unsere militärische Präsenz in Rumänien verstärken? Das wäre ja Teil Artikel 5 des NATO-Vertrags. Sollten wir das nicht vielleicht sozusagen präemptiv tun, um Putin schon mal zu signalisieren, dass es sozusagen eine äußere Grenze gibt, zumindest in Bezug auf diejenigen Länder, auf die Artikel 5 des NATO-Vertrages zutrifft? Putin kommt aus einer Welt, wo man insbesondere sich auf militärische Stärke verlässt und man kann da einfach nicht so agieren, als würde das nicht tun. Er glaubt daran. Dritter Punkt. Was kann man mit militärischen Interventionen erreichen? Das ist natürlich sehr begrenzt, sehr, sehr begrenzt und kann dennoch sehr wichtig sein. Und diese drei Elemente, die widersprechen sich nicht gegenseitig. Mali möchte ich mal erwähnen. Franz intervenierte im letzten Januar in Mali. Und das ohne Vorwarnung. Wir hatten nur einige Stunden, die Entscheidung zu treffen und einige wenige Stunden, um dann zu intervenieren. Wenn wir das nicht in dieser Zeit getan hätten, dann wäre Bamako sicherlich in den nächsten 48 Stunden gefallen. Und dann hätten wir umgehen müssen mit der Neueroberung, Wiedereroberung eines Dschihadistan in Westafrika. Und das ist sozusagen das Äquivalent zu dem, was die Taliban 1985 und 86 in Afghanistan umgesetzt haben. Und die Konsequenzen davon kennen wir. Die französische Intervention war auf ganzer Linie erfolgreich darin, dieses Dschihadistan zu verhindern. Aber darüber hinaus hat es natürlich keinerlei Zweck erfüllt. Das wird nicht dazu führen, dass die wirtschaftliche oder politische oder soziale Entwicklung in Mali voranschreiten wird. Das wird nicht dazu führen, dass dieses schwierige Thema der Beziehung zwischen den Tuareg und den Arabern im Norden und den Savannenvölkern im Süden. Das ist ja ein Problem, was man von Mauretanien bis zum Roten Meer hat. Und jedes Land, was entsprechend in der Sahara- und Sahelzone liegt, hat genau dieses Problem. Das fängt bei Sudan an, Tschad, Niger, Mali und dann endet das Ganze ja in Mauretanien. Das sind große, große Probleme und da kann man nicht mit militärischer Intervention irgendetwas bewirken.
Ich habe vor einigen Jahren daran noch geglaubt, aber ich glaube, mein Glaube, der lässt langsam nach. Ich habe geglaubt, dass die EU das perfekte Instrumentarium hatte, um mit entsprechenden Breitbandmaßnahmen sozusagen umzugehen, mit diesen langen, großen Problemen. Und wir hatten sogar eine Sahel-Strategie. Das habe ich entdeckt, als wir unsere Mali-Intervention geplant haben. Aber das war nur eine Wunschliste. Das war so etwas, was wir Strategie nennen, wenn wir nicht wissen, was wir tatsächlich machen sollen. Also ich wünschte tatsächlich, dass wir so entschlossen wären in Bezug auf unsere Entwicklungshilfeprogramme, in Bezug auf unsere humanitären Hilfeprogramme, in Bezug auf unsere politischen Dialogprogramme, unsre Sicherheitssektorreformprogramme und diese Breitbandbehandlung dieser Themen der Finanzierung des Terrorismus, des Drogenhandels und des Menschenhandels in der Sahara. Und das hat natürlich furchtbare Auswirkungen auf die Länder des südlichen Teils der Eurozone. Und das sind ja diejenigen Länder, die die Probleme erster Hand zu spüren bekommen. Also ich wünschte mir natürlich, dass wir sehr mehr tun würden, als nur auf französische Militärinterventionen zu zählen, damit all unsere Probleme gelöst werden. Ja, also Militärinterventionen, ob sie nun französisch sind oder andere Nationen, die werden natürlich nicht die größten Probleme der Welt lösen, aber wir können 2% der Probleme lösen. Das haben wir gemacht und da hatten wir auch recht, als wir es getan haben. Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst einmal dazu etwas sagen, was hier gerade gesagt wurde. Denn Professor Heisbuch hat ja auch etwas gesagt, was ich am Anfang ausgelassen hatte. Also, dass Deutschland ein nüchterner Partner anderer EU-Mitglieder und der USA ist. Das ist genau das, was wir von Deutschland erwarten. Hier zählen wir auf Deutschland, nämlich auf das Wissen und die Erfahrungen. Wir haben alle, insbesondere nach dem Irak und auch nach Afghanistan gelernt, und das wurde ja hier bereits behauptet und gesagt, nun in Mali hat man vielleicht schon eine Lektion gelernt und entsprechend agiert, aber dennoch gibt es auch dort einen langen Weg zu gehen, auf jeden Fall nicht in Libyen. Aber genau darauf zählen wir. Wenn, nun, niemand zwingt Deutschland, Hand in Hand mit Frankreich und Polen zu wählen und zu agieren in Bezug auf unterschiedliche Themen. Aber wir müssen zunächst einmal diskutieren und wir zählen auf Kreativität und auf neue Ideen. Wenn man zum Beispiel nicht nach Libyen gehen möchte, in der Art und Weise, wie es von Frankreich und den USA und Großbritannien vorgeschlagen wird, dann sagen Sie uns bitte, wie wir dieses Problem lösen sollen. Und vielleicht können wir dann überzeugt werden von diesen Argumenten. Das ist auch etwas, das wir benötigen. Und natürlich haben wir in der EU gelernt, wir haben auch durch jüngste Interventionen gelernt, und aber auch auf schwierige Art und Weise. Insbesondere durch Libyen. Nun, dass das natürlich ein sehr technisches Konzept ist, eine sehr umfangreiche Herangehensweise, ziemlich verwässert in der EU. Aber daran müssen wir wahrscheinlich noch arbeiten zusammen. Wir dürfen natürlich nicht die wichtigen militärischen Ressourcen vergessen. Es ist nicht mehr eine Zeit, wo wir hier Abschreckung machen können, wie in Zeiten des Kalten Krieges. Also diese polare Welt, die Frage, die Sie gestellt haben. Wir wissen immer noch nicht, wo es hingeht. Ich würde nicht sagen, dass die neue Weltordnung bipolar sein wird, insbesondere wenn es um die Allianz geht zwischen Russland und China. China ist auf jeden Fall anders. Sie haben eigene Interessen. Sie haben ihre eigene Art und Weise, Dinge zu entwickeln und nicht nur das Reich, von dem Putin träumt, zu unterstützen. Sie haben ihre eigene Modernisierung begonnen und jetzt haben sie ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme, ihre eigenen inländischen Probleme und nun, manchmal scheint es uns so, dass sie zusammenarbeiten, aber wenn wir uns zum Beispiel die letzten Diskussionen anschauen, in Bezug auf den Gasvertrag, da hörte sich das wirklich anders an.
Da gab es nichts, was einer politischen Allianz gleichkam. Aber zusätzlich müssen wir uns natürlich selbst verteidigen. Und um das zu tun, müssen wir an unseren militärischen Optionen arbeiten. Das ist ganz sicher. Wir dürfen nicht davor zurückschrecken, zu intervenieren, wenn es wichtig ist. Und zwar nicht nur militärisch. Wie viele Unternehmen laufen immer noch? Wie viele Zusammenarbeiten gibt es noch zwischen Russland und Deutschland? Das ist ja irgendwie vergessen worden im Zuge der Annexion der Krim. Und Geschäfte laufen wie immer. Niemand möchte über Sanktionen sprechen. Jetzt gibt es russische Kräfte an der Grenze mit der Ukraine und niemand möchte über das Thema Sanktionen sprechen. Ja, so sollten wir vielleicht auch zusammenarbeiten. Wir dürfen es nicht zulassen, dass das Reich sich wieder aufbaut. Und wir müssen auch mehr Informationen bereitstellen. Das ist ja eine Art Neuauflage des Kalten Krieges, wenn wir uns die russische Propaganda anschauen. Und wir dürfen nicht denken, dass unsere Werte an sich anders sind. Wir müssen diese Werte ganz klar verbreiten und mit anderen Partnern global zusammenarbeiten, mit allen. Wir müssen multilateral zusammenarbeiten. Und wir dürfen nicht über die Schaffung einer Neuauflage des Kalten Krieges nachdenken. Noch die Ausdauer haben, und das sieht so aus, würde ich jetzt gerne doch noch mal eine kleine Runde hier mit Fragen und wenn, dann sehr kurzen Kommentaren aus dem Publikum machen. Ich kann nur noch eine sehr begrenzte Zahl dran nehmen. Verzeihen Sie mir das, ich versuche es mal. Der erste war, den kenne ich zufällig, Winfried Nachtwey. Nein, war nicht abgesprochen. Winni Nachtwey, mein Name. Ich war für die Grünen von 1994 bis 2009 im Bundestag und ausgerechnet im Verteidigungsausschuss. Das heißt also eben an den heißen Fragen Krisenbewältigung. Damit hatte ich also unmittelbar zu tun. Was zunächst mal die außenpolitischen Einstellungen der bundesdeutschen Bevölkerung so angeht, offenkundig wächst die Kluft zwischen also eben, ich sag mal ganz pauschal, den Berlinern und vielen in der Bevölkerung. Nur was die Umfrage der Körperstiftung angeht, muss man da genauer hingucken. Und da ist es nämlich so, da war die Frage, einmischen oder raushalten, verkürzt die Frage. Und ich habe das mir erlaubt zu kommentieren und bin da bei genauerem Hinsehen zum Ergebnis gekommen. Es kommt ganz darauf an, auf die Ziele und auf die Maßnahmen. Das ist ganz entscheidend. Und wenn man sich das anguckt, ist die Interpretation falsch, dass einfach die deutsche Bevölkerung für raushalten wäre. Das ist eine Vereinfachung und Verkürzung. Die Sache liegt draußen. Dann das Zweite noch, also was Verantwortung also angeht. Ich habe gesagt, was ich damit zu tun hatte. Ich meine, im Unterschied zu einem verbreiteten Tenor, gerade in der sicherheitspolitischen Community, wir haben in der Bundesrepublik, finde ich doch, Grund zu gewissem Selbstbewusstsein dabei. Wenn ich mir nämlich Krisenengagements angucke, an denen die Bundesrepublik beteiligt war, das war erstens einmal sehr zuverlässig, im Unterschied zu manchen anderen Verbündeten. Man gucke sich das auf dem Balkan an. Zweitens auch umfassend mit verschiedensten Maßnahmen, nicht nur das Militärische und beim Militärischen überwiegend die Neigung zu den Militäreinsätzen, die auch eher Aussicht auf Erfolg haben. Und nicht sozusagen, ich sag's mal ganz pauschal, einfach draufhauen. Und einerseits so Grund zu Selbstbewusstsein, aber andererseits in keiner Weise Grund zu Selbstzufriedenheit. Denn es fehlt in der Tat an Initiative. Überwiegend die außenpolitische Haltung, reagieren, wenn irgendwie in Brüssel oder New York was auf den Tisch kommt, dann irgendwie dazu verhalten, eigene Initiative nicht. Und verschiedene andere Bereiche fehlen da auch. Und das Letzte dabei, wir merken in dieser Diskussion immer wieder, so ist es auch Gauck passiert, Verantwortung wird überwiegend, heute zum Beispiel auch Jakob Augstein wieder im Spiegel, einfach interpretiert als militärisch.
Das ist eine Verkürzung, das ist eindeutig falsch, es wäre unsinnig und so weiter. Klar? Okay. Ne? Ja. Vielen Dank. Jetzt, glaube ich, in der Reihe dahinter, genau. Sie bitte. Ja? Ja, Ursula hat Lenz, Mitglied der Grünen. Also ich danke Winfried Nachtwey für seine Äußerungen, kann ich voll unterstützen. Ich finde auch, dass die Politik kreativer sein müsste. Da würde ich mich vollkommen anschließen können. Und die Grünen haben ja auch in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass man mit zivilen Mitteln arbeiten kann. Dass in Konfliktsituationen ausgebildete Leute, die die Sprache sprechen, in bestimmten Regionen eingreifen können. Das könnte noch viel weiter entwickelt werden. Dafür könnten Mittel und Institute zur Verfügung gestellt werden. Das ist etwas, wo die Kreativität durchaus noch viel größer sein könnte. Ein zweiter Punkt, ich denke, es müssten auch viel mehr Frauen in diese Konfliktbearbeitung hineingezogen werden. Es müsste systematisch dieser Ansatz gewählt werden. Ein dritter Punkt, die Zivilgesellschaft. Da ist tatsächlich auch viel zu machen. Wie kommt es denn, dass offenbar, nach den Quellen, die ich jedenfalls nur habe, in Russland Putin jetzt viel stärker unterstützt wird als vor dieser Krim-Annexion? Das ist ein großes Problem und damit, denke ich, müsste sich auch die Politik auseinandersetzen. Vielen Dank. Jetzt wechseln wir mal die Seite. Fangen ein bisschen weiter hinten an. Ich glaube, die Dame, genau. Sie hatten sich sehr früh gemeldet. Mikro kommt. Well, thank you. I will do the. Ja, vielen Dank. Ich werde Englisch sprechen, denn ich möchte die beiden englischsprachigen Redner ansprechen. Ich heiße Constanze Litt. Am Anfang des Jahres wurde ich zur Jugendsprecherin der Deutschen Vereinigung für Friedens- und Sicherheitsdienste gewählt. Sie haben das Thema der jungen Generation angesprochen im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik. Und Mr. Heisbuch hat gesagt, ob es ein Interesse gibt. Und ich kann Ihnen versichern, das Interesse ist sehr groß. Natürlich stimmt es, dass wir die junge Generation ausbilden müssen. Ich bin Mitglied der freien Generation Europas sozusagen. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, dass es ein großes Interesse daran gibt, hier weiter Bildung zu betreiben. Nun, Universitätsprogramme für internationale Beziehungen, europäische Studien und so weiter. Hier gibt es höhere Einschreibraten. Es gibt immer mehr Programme an den Universitäten. Aber ich habe oft die Sorge gehört in der jüngsten Vergangenheit, dass es keinen Zugang für die jüngere Generation zu Entscheidungsfindungsprozessen gibt. Nun, wir diskutieren ja die Dinge hier, aber ich sehe niemanden unter 35 Jahren hier auf diesem Podium. Das heißt, ich wollte hier niemandem zu nahe treten, aber es gibt sehr viele Jugendvereinigungen bei den Thinktanks, bei den unterschiedlichen Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich sehe nicht sehr viel Rückmeldung oder Reaktion von der sogenannten älteren Generation. Sie verzeihen. Da vorne waren noch zwei Meldungen, die würde ich gerne noch mitnehmen. Ja, okay, ja, und dann Ihre Nachbarin. Ja, Schenk, geht. Geht. Schenk ist mein Name. Ich wollte zurückkommen auf die konkrete europäische Tragödie, Stichwort Ukraine. Da findet faktisch in der Ostukraine ein Krieg statt. Und dieser Krieg wird nicht geführt, indem die Ukraine erklärt hat, im Zweifelsfalle werden wir Teile Russlands erobern wollen, sondern umgekehrt. Putin hat nach wie vor das Mandat seines Scheinparlaments in der ganzen Ukraine, wenn er will, einzumarschieren. Also ein ganz offen, und Lavrov hat heute erklärt, nur wenn die Kiewer Regierung ihre Militäreinsätze in der Ostukraine, also im eigenen Land, einstellt, wäre er und seine Kumpanen bereit, die Separatisten zur Verhandlung aufzufordern. Also wie weit warten wir eigentlich hier, auch hier in diesem gemütlichen Raum, noch ab, um dieser offenkundigen Bedrohung eines Landes mitten in Europa endlich etwas entgegenzusetzen, was zunächst mal nur als wirklich deutlich härtere Maßnahme endlich Sanktionen heißt, die auch wirksam sind
und wirtschaftlich weiterhin dieses putinische Russland treffen, was durchaus möglich ist. Das heißt, ein Großteil unserer Bundesregierung und unseres politischen Establishments und vor allem der Wirtschaft weigert sich, das politisch Machbare wirklich zu tun, bevor das andere, nämlich die militärischen Fragen, die höchst kompliziert sind und möglichst nicht eingesetzt werden dürfen, bevor über das andere geredet wird. Wir reden, was man nicht machen darf, das, was man mal machen könnte, das wird nicht wirklich durchgesetzt, auch nicht von den okay. Etablierten. Und ich wollte Herrn Özdemir nur darauf hinweisen, es ist ja schön und richtig, was Sie sagen, dass die deutsche Wirtschaft sich in ganz üble Beziehungsgeflechte da auch mit Putins Russland begibt und dass Gazprom bei uns sogar jetzt schon die Reserven verwaltet, was ein Irrsinn ohnegleichen ist. Aber waren die Grünen nicht in einer Regierung Schröder, Rot-Grün, als Nord Stream auf Kosten der ukrainischen Energieunabhängigkeit und Polens Unabhängigkeit durchgesetzt wurde, also ein typisch deutscher Sonderweg auf Kosten unserer Nachbarn? Vielen Dank. Und jetzt nehmen wir noch als letztes die Dame. Ja, hier, halt, da, genau. Ja, mein Name ist Spannagel. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Und zwar, als ich mir die Überlegungen zwischen Russland und der Ukraine anhörte und die Ukraine näher an die EU ran sollte, da habe ich mir überlegt, inwieweit spielen denn eigentlich historische Überlegungen bei den Vertragsverhändlern oder Vertragspartnern eine Rolle? Ist man nicht auf die Idee gekommen, die historischen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine einfach mal genauer zu beleuchten? Ist man nicht mal auf die Idee gekommen, die historischen Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland näher zu beleuchten und vielleicht auch noch mal die Bedeutung der Kiewer Russ einfach auch mal zu antizipieren? Ja, also die Fragestellung ist ja letztendlich, inwieweit hat eine historische Legende eine Bedeutung in den heutigen Verhandlungen und in den heutigen Beziehungen? Die Frage okay. stellt sich mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einer Schlussrunde. Ich habe vorhin schon angekündigt, ich kann leider nicht alle Wortmeldungen aufnehmen. Wir müssen jetzt so langsam die Kurve kriegen. Und ich würde gerne in umgekehrter Reihenfolge jetzt starten, also mit Cem Özdemir. Picken Sie sich bitte alle eine oder zwei Fragen raus oder Themen aus unserer vorigen Diskussion, auf die Sie gerne noch am Schluss antworten möchten. Also ich fange an mit dem, was Ursula gesagt hat. Du hast ja völlig recht, wir müssen die zivile Konfliktprävention stärken. Wir müssen schauen, dass wir den Instrumentenkasten erweitern. Ich würde zum Beispiel in den Instrumentenkasten, wir haben jetzt Nordafrika nur gestreift heute Abend, das Thema Visavergabe, das Thema Stipendienvergabe, würde ich da dringend mit aufnehmen, dass künftige Eliten bei uns an unseren Universitäten ausgebildet werden, mit den Ideen der Demokratie, der Marktwirtschaft in Berührung kommen, zurückkommen. Das stimmt alles. Aber das alles kann uns nicht davon abhalten, uns eben halt auch mit einer anderen Realität auseinanderzusetzen, dass es manche Extremfälle gibt, wo aus welchen Gründen auch immer wir es mit einer Situation zu tun haben, wo man die Wahl hat, eben nicht einzugreifen oder einzugreifen. Und da hatten wir einen Konflikt, ich schaue die Maria an hier in der ersten Reihe, der nicht so weit weg von hier ist, im ehemaligen Jugoslawien, die Nachfolgekriege in Sarajevo. Und da gibt es eben eine Situation, da löst Militär nichts und man macht sich sicherlich schuldig, aber durch Nicht-Eingreifen macht man sich eben manchmal noch schuldiger. Darum geht es da. Es geht ja da nicht um richtig und falsch, sondern es gibt die Wahl zwischen zwei falschen Dingen, aber es gibt eines, da komme ich zum Ergebnis, dass es noch falscher ist, nicht einzugreifen. Und in der Situation, und deshalb finde ich die Analogie mit Jugoslawien und Ukraine eigentlich die passendere, in der Situation, wo eben oben die Sniper sitzen und unten die Leute von Sarajevo sitzen, die für die Werte gestanden sind, für die Europa steht, dass Juden, Muslime, Christen, evangelische Christen, orthodoxe, katholische Christen, orthodoxe Christen in einer Stadt gemeinsam leben, den Multikulturalismus, der uns Grünen doch immer so wichtig war, gelebt haben und der von oben zerstört wird. Und die haben ja nicht auf Militärs geschossen, die haben auf Zivilisten bewusst geschossen. Da finde ich, kann man nicht neutral sein. Wenn man da neutral ist, ist man auch Partei. Und das ist eben das Problem mit der Ukraine. Wenn man da sagt, wir sind die dritte Seite, was ja manche sich wünschen, Winnie, du hast ja recht, dass man da aufpassen muss, wie man die Zahlen interpretiert. Aber es gibt ja eine tiefe Sehnsucht bei uns. Man möchte gerne dritte Seite sein, jenseits der bösen Amerikaner und jenseits irgendwie der anderen.
Nur das geht halt in der Situation nicht. Wenn du da eine dritte Seite bist, dann bist du ganz klar Partei. Und da darf man sich intellektuell nicht in die Tasche lügen. Und ich habe ja übrigens auch da gar kein Problem mit Russlandversteher. Ich wünschte, es gibt mehr Russlandversteher, die wissen, wie Putin tickt, funktioniert und was er macht. Mein Problem ist, ich habe ein Problem mit den Putin-Verharmlosern. Davon haben wir leider ein bisschen zu viel bei uns, auf allen Ecken und Enden. Und das gilt insbesondere für das, eben, was gerade eben gesagt wurde, was da in der Ostukraine passiert. Es ist wirklich postmodern, wie er das macht. Die Instrumente der Medien bedient, er weiß ganz genau, wie man das sehr klug macht, indem da eben keine russischen Soldaten unterwegs sind, indem er das, naja, aber nicht in der Ukraine mit offiziellen Uniformen, sondern er macht es sehr klug. Er macht es so nach dem Motto, wir kennen das ja, man kann es immer nicht 100% beweisen, man kann es immer nur andeuten und es ist für die Medien nie konkret genug. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir da haben und worauf man sich einstellen muss, was da passiert, auch in der Argumentation. Zu der Frage Nord Stream. Das Problem bei Nord Stream ist doch nicht, dass wir Gas aus Russland beziehen. Das werden wir auch in Zukunft beziehen. Und da gehört es übrigens auch zur Ehrlichkeit dazu, dass wir für die Energiewende auf absehbare Zeit auf Gas angewiesen sein werden. Sondern das Problem ist, machen wir das auf eine Art und Weise, dass wir das Baltikum umgehen oder machen wir das mit dem Baltikum? Und Polen natürlich, das ist doch das Problem. Wie gehen wir mit unseren osteuropäischen Nachbarn um, wenn wir solche Deals machen? Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Fortan darf es keine individuellen Deals mehr geben mit Gazprom, sondern es gibt europäische Deals. Das ist eine Sprache, die wird Herr Putin sehr schnell verstehen. Wenn man Einfluss nehmen möchte auf das Verhalten von Herrn Putin, da wäre eine Möglichkeit, die man sehr schnell umsetzen könnte. Und letzter Satz, ich habe ja mit Herrn Winkler früher schon gerne diskutiert und da haben wir uns noch häufiger gestritten, weil es um die Erweiterung der Europäischen Union ging. Vielleicht wäre es ja ein Ausweg, auch jetzt für die Frage der Ukraine, sicherlich nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig gesehen, für die Frage einer möglichen EU-Perspektive. Ob dieser Gedanke, dass man sagt, die Länder innerhalb der Europäischen Union, die weitergehen wollen mit der Vertiefung, können das machen und machen das. Und andere, die das nicht machen wollen, machen das nicht, aber gehören zur Europäischen Union. Ob das nicht vielleicht manche Probleme entspannen könnte. Das könnte uns helfen, dass die Briten innerhalb der Europäischen Union bleiben. Ich bin da immer sehr ängstlich, wenn ich sehe, wie großzügig manche bei uns in Deutschland damit umgehen, was ein Austritt der Briten aus der Europäischen Union bedeuten würde, auch für das Thema, das wir heute Abend diskutieren, der Außen- und Sicherheitspolitik. Da will ich mal die Europäische Union sehen, was das bedeutet ohne die Briten. Aber anderes Thema. Und es könnte uns vielleicht auch helfen, die Frage der Erweiterungsstrategie. Denn wenn wir Stabilität an den Grenzen der Europäischen Union brauchen, ihr diskutiert es ja in den nächsten Tagen, die Frage der Nachbarschaftspolitik, dann wird es nicht gehen, ohne dass die Europäische Union dieses Instrument der Erweiterungsstrategie auch aktiv nutzt. Aber das ist auch klar, dass es da zu lernen gilt aus den bisherigen Erweiterungsrunden, das haben Sie angesprochen. Und es ist auch klar, das wird bedeuten müssen, dass andere Länder, ich hoffe die Franzosen und wir Deutschen und andere, nicht daran gehindert werden, weiterzugehen. Wenn wir das schaffen, ich glaube, dann haben wir einen Instrumentenkasten, der es beispielsweise dann auch ermöglicht, dass das Land, über das wir uns so leidenschaftlich immer gestritten haben, die Türkei, in einer Post-Erdogan-Ära dann vielleicht auch mal eine Chance hat, Mitglied zu werden. Also ich widerstehe der Versuchung, diese Türkei-Debatte jetzt noch einmal aufzugreifen und beschränke mich auf die Ukraine. Ich habe ja auch Post-Erdogan gesagt. Ja, ja, also ich sehe auch gerne in die Zukunft voraus, bloß leider sind die Historiker eben rückwärts gekehrte Propheten laut Schlegel. Also ganz kurz nochmal zur Ukraine. Die Bezugnahme auf die Kiewer Rus bei Putin, die sollten wir, glaube ich, nicht allzu ernst nehmen. Aber es gibt ja immerhin einen deutschen Politiker, den stellvertretenden Sprecher der AfD, Alexander Gauland, der auf dem Erfurter Parteitag just das getan hat und das Einsammeln russischer Erde als eine sehr verständliche Wiederaufnahme zaristischer Traditionen bezeichnet hat. Das ist nichts anderes als völkischer Nationalismus. Und wenn wir diesen Präzedenzfall tolerieren, dann sind wir wirklich am Ende alles dessen, was es an Lernprozessen aus der Nachkriegszeit und vor allem auch aus der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges bei uns erlebt haben. Es
waren Deutschland und Frankreich, die auf russische Sicherheitsinteressen besonders Rücksicht genommen haben, als es 2008 um die Frage ging, NATO-Mitgliedschaft Georgiens und der Ukraine. Georgien trieb unter Saakaschwili eine andere als eine, sagen wir mal, pazifistische Politik. Es war eine zum Teil sehr offensive und aggressive Politik. Schon das war ein Hinderungsgrund, darüber ernsthaft zu diskutieren. Es war gut, dass diese Debatte, die George W. Bush angestoßen hat, damals nicht weiterverfolgt wurde. In der Ukraine war der Punkt NATO-Mitgliedschaft höchst umstritten. Julia Tymoschenko war dagegen, Juschenko war dafür, aber eine Mehrheit gab es nie. Und die Ukraine hat, glaube ich, gute Gründe heute zu sagen, dies ist jetzt kein Ziel, das wir aktuell verfolgen. Es ist legitim, Sicherheitsinteressen Russlands ernst zu nehmen, auch Empfindlichkeiten. Das wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Russland selbst eine Politik betreibt, die es dem Westen gestattet, so elastisch und so verantwortlich und durchdacht ständig zu sagen, nein, nein, das kommt für alle Zeit nicht in Frage. Ich halte das nicht für eine realistische Perspektive und möchte an dieser Position festhalten und die NATO-Mitgliedschaft auch analytisch völlig trennen von der Frage der EU-Perspektive. Es gibt keinerlei russisches Vetorecht gegen einen ukrainischen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das ist kein kurzfristiges Ziel. Die inneren Verhältnisse der Ukraine sind so, dass von einer Erfüllung der Kopenhagener Beitrittskriterien auf absehbare Zeit wohl nicht gesprochen werden kann. Aber was für den westlichen Balkan gilt, muss logischerweise auch für die Ukraine gelten. Ich war nicht glücklich darüber, dass die erste Reaktion auf die entsprechende Erklärung des neu gewählten Präsidenten Poroschenko aus Paris war, nein, kommt nie und nimmer in Frage. Man muss die Langfristigkeit einer solchen Perspektive betonen, aber eine europäische, eine EU-Perspektive auszuschließen, gewissermaßen a priori auszuschließen, das ist keine vernünftige und keine verantwortliche Politik. Und insofern stimme ich Cem Özdemir wie so oft auch in dieser Frage zu. So, ich mache jetzt auf Deutsch weiter. Ich wollte erstens noch mal schnell klarifizieren, dass ich natürlich gemeint habe, wenn es um die Toolbox der deutschen Außenpolitik geht, dass ich nie in Isolation gesehen habe, natürlich, und jetzt kommt ein schlechtes Bild, ist es eine russische Puppe, ja, die natürlich ineinander greift und nahtlos in eine europäische und eine international gesteuerte Politik greifen muss. Aber Deutschland sollte sich überlegen, wie das Land Impulsgeber sein kann, auch für eine neue europäische Sicherheitsstrategie. Das letzte Paper ist 11 Jahre alt. Die Konsequenzen eines militärischen Einsatzes, darüber müssen wir uns ja ganz im Klaren sein und wir sind hier völlig d'accord. Aber, und es wäre ja mitnichte zu sagen, dass wir im Irak keine Interessen haben. Wir haben da das juristische System umgebaut, wir haben da Leute ausgebildet, die genau diese Institutionen, die jetzt zu fehlen scheinen, aufbauen sollten. Also, dass wir da keine Interessen haben und dass es keine Konsequenzen gibt, die Konsequenzen sind ja offensichtlich, einer Welle von dem ISIS-Terrorismus, die sind ja klar. Es kann aber nicht im deutschen, und ich sage es jetzt mal, nationalen Interesse sein, dass wir erst am Schluss in die ganze Szenarienplanung reinkommen. Also was haben wir hier, wenn nicht, nehmen wir jetzt mal die militärischen Mittel außen vor, was haben wir hier nicht, wenn wir ganz exzellente Technokraten, Bürokraten, Juristen haben und es muss von vornherein, wenn überlegt wird, militärische Intervention oder nicht, und zwar auf jeder Ebene eine Szenarienplanung geben, wie sie in den 50er Jahren schon Dwight D. Eisenhower in den USA eingeführt hat. Wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen, aber dann darf die Konsequenz nicht sein des Raushaltens, sondern dann müssen wir da schlauer reingehen. Und wir haben diese Möglichkeiten, wir müssen sie besser verknüpfen. Und das Wir gilt jetzt den Deutschen oder uns Deutschen. Letztlich, also das Thema Propagandamaschine, das ist das, was mich unglaublich überrascht hat, jetzt wieder als Transatlantikerin. Ich kann nicht glauben, dass wir NSA haben und dann der Propagandamaschine Putins nichts entgegensetzen können. Also dieser Artikel aus der SZ mit den Trollen, da wird mir Angst und Bang. Also das kann irgendwie nicht angehen.
Also das, dass wir da keine Mittel haben, das scheint mir erstes Mal unwahrscheinlich. Und das ist zumindest ein erster Ansatz, Verlegung der NATO-Basen in den Osten und so weiter und so fort. Das kann man alles diskutieren und das sind realpolitische Perspektiven. Aber man kann da auch nochmal ganz anders ansetzen. Letztlich die jüngere Generation abzuholen, das ist extrem wichtig. Aber da gehört auch dazu, dass diese Verknüpfungen und diese Verkettungen ganz offensichtlich gemacht werden. Also ich glaube, ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich unter 35 sein soll, aber dazu gehört, diese Probleme so zu verketten, dass die Probleme in dem Leben der Individuen ankommt. Ja, und da gehört zu wissen, wie man in solche bestimmten Situationen, wie man Krisenmanagement richtig macht und wie man die entsprechenden Leute dafür reinholt und dafür begeistert. Also es gab ja ein paar Punkte, die an mich gegangen sind. Zunächst einmal das Instrumentarium oder die sogenannte Toolbox. In meinen Teil zu meinen Aufgaben des Geneva Center for Security Policy gehörte die Entwicklung von Kursen für hochrangige afghanische Beamte. Und da nehmen ungefähr 40 jedes Jahr dran teil. Vor einigen Jahren bin ich auch zu einem dieser Kurse gefahren und ich war zunächst einmal sehr überrascht, denn ich habe feststellen können, dass die Umgangssprache, die da gepflegt wurde zwischen der lokalen Bevölkerung, aber auch den Afghanen, dass da Russisch als gemeinsame Sprache gesprochen wurde. Und ich habe sehr schnell verstanden, warum diese hochrangigen Beamte, das waren so 45 bis 50 Männer und Frauen, und der Anteil der Frauen war ziemlich hoch, das hat doch einiges auch erklärt, die wurden ausgebildet in den letzten Tagen der Sowjetunion. Und das an den verschiedenen Universitäten in Charkow, in Kiew, in Leningrad und so weiter. Und die hatten entsprechend entweder einen Doktortitel erworben oder einen Magistertitel. Und ich habe festgestellt, dass die Sowjets während ihrer Zeit in Afghanistan, das heißt in den frühen 1970er und bis Mitte der 1990er, 2000 Menschen pro Jahr ausgebildet haben. Und zwar eine universitäre Ausbildung haben diese Menschen bekommen. Also ein Diplom, ein Magisterabschluss oder ein Doktorabschluss. Das war beeindruckend. Wir haben Hunderte von Milliarden an Dollars ausgegeben für Militärinterventionen in Afghanistan. Und unsere eigenen Statistiken dazu konnte ich überhaupt nicht auftun, zur Anzahl der Menschen, die wir entsprechend ausgebildet haben an unseren Universitäten. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir nicht mal wahrgenommen haben, dass wir ein koordiniertes Programm haben müssen für hochrangige Ausbildung oder Ausbildung auf hohem Niveau für Afghanistan. Aber ich glaube, das betrifft nur ein Fünftel oder das ist letzten Endes nur ein Fünftel der sowjetischen Zahlen. Also, dass man jetzt hier auf die Sowjetunion zurückkommen muss als Vorbild für zivile Intervention in Afghanistan, verglichen mit dem, was wir getan haben, das macht mich doch wirklich ein bisschen verzweifelt. Ich finde nicht, dass das großartig ist. Wir haben ja nicht einen Mangel an Ressourcen. Wir haben einfach nicht dran gedacht. Und das schließt Deutschland mit ein, möchte ich nur mal sagen. Und ich stelle hiermit auch fest, dass das Budget für die Entwicklungshilfe als Prozentsatz des BIP nicht so hoch ist wie das der Skandinavier oder der Briten oder der Franzosen. Und das bedeutet ja nur, dass letzten Endes die Franzosen einen ähnlichen Weg einschlagen werden. Und das ist natürlich merkwürdig. Man kann natürlich diese Narration der militärischen Zurückhaltung einerseits verstehen, aber das ist viel schwieriger zu verstehen, dass man sich auch zurückhalten möchte bei der Entwicklungshilfe. Ich habe keine Ahnung, was da die Gründe für sind. Vielleicht möchte man einfach sein Geld bei sich behalten. Ukraine. Sanktionen sind nötig. Einschließlich, und ich möchte nicht so ein bisschen egoistisch erscheinen,
Das hat natürlich auch zu tun mit einer Nichtlieferung der französischen Mistral-Schiffe. Ich bin da ganz eindeutig und ich möchte das auch entsprechend noch einmal hier notiert wissen. Das äußere ich ja schon wiederholt. Also das ist wirklich nötig. Aber morgen werden auch andere dazu sprechen. Daniela Schäfer, mit der bin ich vor einigen Monaten nach Moskau gereist. Und das war doch ziemlich klar, dass Sanktionen nichts ändern würden. Die würden Putins Kurs nicht beeinflussen. Und das bedeutet trotzdem nicht, dass wir sie nicht ergreifen sollten. Aber die werden das Problem nicht lösen. Eine Strategie in Bezug auf die Ukraine braucht eine gewisse Zeit, bis sie wirksam werden kann. Das ist ein ganz großes Problem. Und es gibt keine schnellen Lösungen hierfür. Das ist nicht wie bei den Sanktionen im Irak vor ungefähr 2 Jahren. Was bedeutet das also? Das heißt, wir müssen sofort damit beginnen, die langfristigen Planungen in Angriff zu nehmen. Was meine ich damit? Hilfsleistungen, die Energiepolitik, das muss nicht nur auf EU-Ebene behandelt werden oder auf nationaler Ebene als etwas, was zu tun hat mit dem Klimawandel, mit der Umweltverschmutzung oder dem Binnenmarkt. Denn das ist normalerweise so, wie heutzutage die Energiethemen heute behandelt werden in den verschiedenen Ländern. Nein, es handelt sich hierbei auch um ein Sicherheitsproblem. Und wenn wir das auch als Sicherheitsproblem wahrnehmen, dann müssen sich unsere politischen Pläne ändern in Deutschland, in Frankreich und anderswo. Zweitens, und ziemlich unmittelbar, und da stimme ich voll und ganz mit dem überein, was Sie sagten, muss die NATO beweisen, sich selbst und Herrn Putin beweisen, dass wir tatsächlich an unsere eigenen Verträge glauben. Artikel 5. Wenn wir unsere eigene Verteidigung nicht ernst nehmen, dann ist es unwahrscheinlich, dass Putin es ausgerechnet ernst nimmt. Und was sehe ich heute? Die einzigen Länder, die entsprechend Material hingebracht haben in den Osten, sind Kanada, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Dänemark und Polen, weil Polen einiges militärisches Material ans Baltikum gebracht hat. Und das war's. Aber es gibt 28 Mitgliedstaaten in der NATO. Und die anderen? Ist das denen total egal, was ihre eigene Verteidigung angeht? Das ist die einzige Schlussfolgerung, die Putin daraus ziehen kann, aus unserer Untätigkeit. Drittens, Unterstützung für die Ukraine. Die ist essentiell, das wurde ja bereits angesprochen. Aber das muss auch Folgendes beinhalten. Das war ja bei einigen neutralen Ländern ebenso der Fall, denn die Ukraine ist im Augenblick ein neutrales Land, nicht Mitglied der NATO, nicht Mitglied der EU. Und deshalb sollte die Ukraine nicht anders behandelt werden, als wir zum Beispiel Schweden oder Finnland im Kalten Krieg behandelt haben. Die haben Marshallplan-Hilfe bekommen, die haben starke wirtschaftliche Unterstützung bekommen, die haben Zugang bekommen zu westlichen Sicherheits- und Verteidigungsmaterial, also Rüstung. Und die Ukraine muss ebenso als langfristiges Investment gesehen werden. Vor 25 Jahren hatten die Polen und die Ukrainer den gleichen Lebensstandard. Und heute hat Polen einen 3-mal so hohen Lebensstandard wie die Ukraine. Wir möchten, dass die Ukraine in 25 Jahren denselben Lebensstandard hat wie Polen jetzt. Und natürlich muss das noch weiter voranschreiten, muss noch weiter nach oben gehen, das Ganze. Ja, ich hoffe definitiv, dass das der Fall sein wird. Zumindest die Ukraine sollte den gegenwärtigen Lebensstandard von Polen haben. Und vielleicht nicht erst in 25 Jahren. Ich möchte nur ganz kurz etwas sagen zu Putin. Putin scheint ja immer populärer zu werden innerhalb Russlands. Das hat ja jemand gesagt. Ich glaube, in ganz Europa nimmt seine Popularität zu. Während dieser Konferenz ist er die Hauptperson. Wir sprechen nur über Putin. Das darf natürlich so sein, das können wir natürlich machen. Er versucht ja entsprechend das Russische Reich wieder aufzubauen. Er ist ja sehr tatkräftig und schlagkräftig da. Den können wir natürlich auch bewundern, seine Fähigkeit, hier sein Land so zu führen. Aber Sie sollten nicht alle auf seine Propaganda reinfallen und die Propagandamaschine Russlands. Wenn ich hier höre,
dass es Faschisten überall in der Ukraine gibt, in Kiew, aber nicht in Lviv und in Donetsk, dann tut es mir leid. Das ist nicht richtig. Wenn ich höre, dass es einen Genozid gibt, der verglichen ist, wird oder verglichen werden kann mit dem Genozid in Ruanda, dieser Genozid in Ostukraine, das ist es, was unsere afrikanischen Kollegen von den russischen Diplomaten hören. Und dem müssen wir entgegentreten. Und wenn wir darüber hören, dass wir auch nachdenken müssen über die historischen Ansätze zwischen Russland und der Ukraine und den Umgang miteinander, dann stellt man sich natürlich die Frage, welche Art von Grenzen wir in Europa sehen möchten. Da sollten wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie die europäischen Grenzen dann in der Zukunft aussehen sollten. Das ist wirklich nicht die Art und Weise, wie man das Ganze angehen sollte. Dann hören wir ebenso, dass Russland Dinge tut, die auch gerechtfertigt sind, weil wir versprochen haben, dass die NATO sich niemals erweitern würde. Aber die NATO erweitert sich jetzt, weil es jetzt auch einige amerikanische militärische Stationierungen gibt in Polen. Und das ist es, was die russischen Diplomaten im Augenblick verbreiten und auch das russische Fernsehen, das sendet das umsonst in vielen Sprachen. Und deshalb sollten wir uns auch auflehnen gegen diese Form der Propaganda. Also wir machen einfach mal weiter. Wir stimmen da natürlich nicht überein und es gibt definitiv Dokumente, die zunächst einmal vielleicht genau untersucht werden sollten, ebenso wie einige andere Veröffentlichungen zu dem Thema. Was nun die Ostpolitik angeht, da reden wir sicherlich morgen noch ein bisschen drüber, während dem zweiten Tag der Konferenz. Wir müssen natürlich auch ganz offen diese Dinge ansprechen. Die Zukunft Europas müssen wir offen ansprechen. Und die Erweiterung der EU muss auch diskutiert werden. Das kann natürlich nicht von heute auf morgen stattfinden. Wir erinnern uns ja in Polen noch daran, dass es dank Deutschland und nicht nur dank der Vereinigten Staaten so war, dass wir nicht nur NATO-Mitglied wurden, sondern dank der deutschen Unterstützung und der Unterstützung Frankreichs sind wir dann auch ein Mitglied der EU geworden. Und unser Bruttoinlandsprodukt ist nun dreimal höher als das der Ukraine. Und das natürlich auch aufgrund der hart arbeitenden Polen. Aber Sie müssen auch wissen, dass wir in dieser Situation an einem Punkt waren, wo wir denjenigen Ländern, die hinter der polnischen Grenze sich befanden, östlich hinter der polnischen Grenze sich befanden, dass die sich Polen nennen, vielmehr Europäer nennen dürften. Wir haben gesagt, nein, das ist kein europäisches Land. Und gleichzeitig sind wir selbst in dem Augenblick EU-Mitglied geworden. Aber so kann natürlich keine Erweiterung stattfinden. Das passiert nicht über Nacht. Diese Länder müssen natürlich auch gewisse Kriterien erfüllen. Aber wir können nicht selbst davon profitieren und gleichzeitig Mauern in Europa errichten. Wir müssen auch diese anderen Länder unterstützen bei ihren Reformen, bei ihren Entwicklungen, damit definitiv wir auch Aggressionen entgegentreten können. Aggressionen gegen diese Länder. Denn das sind ja alles europäische Länder. Ganz herzlichen Dank. Das Podium und an Sie für Ihre Ausdauer. Wir sind jetzt drei Stunden etwa schon am sagen, Diskutieren. Ich fand das eine Diskussion, die Ihrem Gegenstand angemessen war. Nicht nur, weil Sie jedenfalls nach meinem Dafürhalten sehr kenntnisreich war, sondern weil sie sehr ernsthaft war und weil sie eben nicht ein deutsches Selbstgespräch über Außenpolitik war, sondern wirklich ein Dialog war mit unseren Verbündeten und Freunden. Und genau zu dieser politischen Kultur, einer internationalen außenpolitischen Debatte wollen wir beitragen. Und dafür ist auch diese außenpolitische Jahrestagung ein Format, nicht das einzige,
Sie finden bei uns fast jede Woche oder wenigstens alle 14 Tage eine internationale Veranstaltung. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Beitrag ist zu einer Qualifizierung der außenpolitischen Diskussion in der Bundesrepublik. Wir schmoren viel zu sehr in unserem eigenen Saft. Und als letztes will ich nur noch aufgreifen, was jetzt mehrfach hier gesagt worden ist. Ich bin überzeugt davon, dass diese ukrainische Krise eine historische Bedeutung auch für die Europäische Union hat. Nicht nur für die Ukraine selbst und ihre politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven, sondern das ist eine Bewährungsprobe für die Europäische Union als politisches Projekt. Wenn wir uns dieser Bewährungsprobe stellen, dann haben wir auch eine Chance, die EU als ein politisches Projekt zu reaktivieren. Wenn wir daran scheitern, dann wird das fatale Konsequenzen auch für den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union haben. Und deshalb müssen wir das als unsere gemeinsame Angelegenheit begreifen. Vielen Dank. Applaus